Einen wunderschönen Abend und ganz herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Nachtschicht hier in der Denkfabrik im Arbeitsministerium. Mein Name ist Geraldine Bastion. Ich bin Lars Kede und wir freuen uns sehr, dass wir heute bei der zweiten Folge dieses Talkformats mit Ihnen und unseren geladenen Gästen diskutieren können. Das Thema ist heute ein sehr spannendes, wie wir finden. Es geht um Spiele und Gamification in der Arbeitswelt. Und jetzt kann man sich natürlich ein bisschen fragen, warum ist das hier eigentlich ein Thema? Ich glaube, grundsätzlich geht es natürlich um etwas, was uns im Alltag ständig begegnet, im analogen Alltag, im digitalen Alltag. Spiele und Spielemechanismen sind eigentlich überall, ob man es merkt oder nicht. Wir spielen zu Hause, allein oder im Team. Wir daddeln in der U-Bahn auf dem Handy. Wir lassen uns von gamifizierten Apps dazu bringen, beim Einkauf Punkte zu sammeln. Und bei Restaurantempfehlungen schreiben wir so viele, bis wir endlich Bürgermeister bei Squarespace geworden sind. Genau, wir beleuchten hier bei der Nachtschicht verschiedene Aspekte zum Thema Zukunft der Arbeit und deswegen interessiert uns heute in diesem Kontext Spiele natürlich ganz besonders, was passiert eigentlich, wenn wir diese spielerischen Elemente auf unseren beruflichen Alltag anwenden, zum Beispiel als Anreiz für bessere Teamarbeit, als Personalentwicklungsmaßnahmen oder auch ganz allgemein einfach zur Motivationssteigerung im Arbeitsalltag. Deswegen wollen wir heute über den Stellenwert von Spiel und Spielekultur sprechen, über Gamification in der Bildungs-, aber vor allem eben in der Arbeitswelt, sowie auch über Arbeitskultur in Spielen und Arbeitsbedingungen bei Computerspielen. Also eigentlich über alles, was irgendwie mit Spielen zu tun hat. Nein, Scherz beiseite. Und das möchten wir hier mit Ihnen tun, ganz analog. Aber wir wollen das natürlich gerne auch auf Twitter machen. Das heißt, wer sich auf Twitter wohler fühlt, der kann das tun. Und zwar mit dem Hashtag, der hier unten formschön an diesem Tisch angebracht ist. Er heißt Nachtschicht-Denkfabrik. Genau. Und jetzt kommen wir aber zu unseren Gästen, die wir jetzt natürlich als allererstes einmal vorstellen wollen. Ich fange einfach gleich mal hier an bei Philipp Reinhardt, entgegen aller Konvention, einfach nur, weil er so heldenhaft heute eingesprungen ist. Ich glaube, du wusstest vor sozusagen 7 Minuten noch nicht, dass du jetzt gleich hier sitzen wirst. Das liegt, ja, ein Zwischenapplaus ist absolut verdient. Genau, das ist die schöne Seite dieser Medaille. Die traurige ist, dass Frau Großmann abgesagt hat, was uns also ein ganz bisschen die Gender-Balance verhagelt, die wir uns natürlich extrem gut ausgedacht hatten vorher. Aber du sitzt hier, weil du extrem spannende Dinge zu erzählen hast, nicht nur, weil jemand abgesagt ist. Und zwar bist du Schreiber, Krimi-Autor und Mitgründer von Pfefferminth, einer Agentur, die eigene Spiele entwickelt, digital und auch analog. Und Unternehmen dabei hilft, Spiele dazu einzusetzen, ihre Mitarbeiter quasi ja, spielerisch zu motivieren. Also da werden wir gleich mal nochmal einen Blick drauf werfen. Vielen, vielen Dank also nochmal, dass du da bist. Dann möchte ich gerne Cidem Osunoglu vorstellen. Sie leitet seit Februar 2018 die Stiftung Digitale Spielekultur, hat also das, was wir heute besprechen, quasi als Beruf. Deshalb freuen wir uns extrem, dass du heute da bist und, ja, und mit uns auf dieses spannende Thema schaut, was ja die Stiftung sozusagen genauso tut, auf sehr vielfältige und interessante Art und Weise. Auch dazu werden wir gleich nochmal kommen. Genau, ich darf unsere anderen beiden Gäste vorstellen. Hier direkt zu meiner Linken, Matthias Kreinbring, ist freier Journalist und schreibt für verschiedene Medien über Themen im Bereich Kultur, Gesellschaft und vor allem auch Games. Wir werden auch verschiedene deiner Artikel heute zu Rate ziehen im Laufe der Diskussion und auch jemand, der selber sich in die Welt der Spiele gerne hereinbegibt. Christian Schiffer ist auch Journalist und Moderator für den Zündfunk des Bayerischen Rundfunks, aber auch heute hier in seiner Rolle als Gründer und Herausgeber der WASD, von der er uns gleich noch mehr erzählen wird. Schön, dass ihr beide heute hier sind. Schön, dass ihr alle vier heute hier sind. Ein Willkommensapplaus. Ja, genau. Was habt ihr denn zuletzt gespielt? Ich spiele ein Star Wars Spiel, über das ich allerdings noch nicht reden darf. Erst ab Freitagmorgen. Ich spiele gerade von, ja, fang du an. Okay. Ich habe zuletzt Papers, Please gespielt. Oh. Mhm. Und du? Ich spiele gerade von morgens bis abends, weil wir nächste Woche eine App rausbringen für das Bundesministerium, für BMZ, für Entwicklungsministerium. Zusammenarbeit. Ich bin schon komplett. Zocken. Bundesministerium für Zocken. Genau, sozusagen. ein Nachhaltigkeitsspiel, was wir rausbringen, was wir jetzt ein halbes Jahr entwickelt haben. Und da ist jetzt die Endphase. Und deswegen müssen wir das von morgens bis abends testen, weil immer noch irgendwas auftaucht, was nicht drin sein sollte. Deswegen spiele ich primär eigentlich meistens unsere eigenen Sachen, weil wir da so viele Projekte haben.
haben, dass ich kaum noch dazu komme, nebenher was Fremdes zu spielen. Man weiß gar nicht, ob man Mitleid haben darf, weil es klingt trotzdem ganz spannend. Und ja. Christian, was hast du zuletzt gespielt? Ich habe Death Stranding gespielt. Das okay. neue Spiel von Hideo Kojima. Hideo Kojima, ich weiß nicht, kennen wahrscheinlich die meisten hier nicht. Das ist sozusagen so einer der wirklichen Auteurs der Szene. So ein richtiger Künstler. Und er hat ein Spiel gemacht, von dem er selbst im Vorfeld gesagt hat, er versteht es nicht. Und ich habe es jetzt 70 Stunden gespielt und ich verstehe es leider auch nicht. Und das ist jetzt ganz interessant, weil die einen sagen, das ist die Zukunft des Gamings und das ist das beste Spiel des Jahres und das ist der große Innovator der Spielkultur. Und die anderen sagen, es ist nur Kunstquatsch. Und ich habe so eine total exotische Meinung dazu, weil ich sage, es ist so ganz okay. Ja, ist schon, also man kann 70 Stunden besser verbringen, man kann sie aber auch schlechter verbringen. Und sag, ich nehme an, du würdest dich schon als Gamer bezeichnen. Ich habe einen relativ lückenlosen Lebenslauf, was das angeht, das ist wohl richtig. Deine Liebe zum Spiel, wie hat sie sich entwickelt? Ich habe im zarten Alter von 9 Jahren habe ich ein Atari 2600 bekommen. Ja, und da habe ich mir dann leider auch gleich eine Sehnscheidenentzündung zugezogen, was dann der hoffnungsvollen Karriere eines E-Sportlers gleich zu Anfang den Stecker gezogen hat. Und danach war es so, also wir hatten keinen PC oder auch keinen Homecomputer, konnten uns nicht leisten, aber ich habe sehr viel, ich war so ein Mallkid. Ich hing halt immer ab am Olympia-Einkaufszentrum, das war da, wo das Attentat war vor 3 Jahren, und habe dort viel gespielt. Und habe dort tatsächlich dann auch so beim Erstellen von Sicherheitskopien für meinen Nachbarn dann auch meine ganzen Freunde kennengelernt und so. Und ja, und dann irgendwann konnte ich mir einen eigenen Homecomputer leisten und dann ging's dahin. Und irgendwann hast du es aber auch nicht nur zum Hobby oder zur Passion, sondern eben auch zum Beruf gemacht. Erzähl doch ein bisschen deine Publikationen, die WASD. Was die macht, was deckt ihr alles ab? Ja, die WASD ist ein Bookzine, also eine Mischung aus Magazin und Buch, erscheint jedes halbe Jahr. Und ist heute nicht mehr so, aber die Situation vor 7 oder 8 Jahren, als ich das gegründet habe, war, dass eigentlich der Games-Journalismus so eine Art Stiftung Warentest-Journalismus war. Also man hat halt Spiele so besprochen wie Staubsauger, Roboter. Ja, also wie ist denn die Grafik, wie ist der Sound und wie ist die Steuerung? Und dann wurde das alles in so Tabellen eingetragen und durchoperationalisiert und am Ende stand halt eine Nummer drunter und das fand ich nicht so besonders attraktiv. Das war nicht die Form von Journalismus, die ich mir für dieses Medium vorstelle. Und deswegen habe ich dann eben mein eigenes Magazin gegründet, das es jetzt eben schon 7 oder 8 Jahre gibt mit ganz hervorragenden Autoren, wie zum Beispiel dem Matthias hier. Ja. Und ihr macht Journalismus zu Computerspielen, auch mit Liebe zum Computerspielen und mit der tiefgehenden Sorgfalt, die ihr euch selber wünschen würdet. Jetzt ist es bestimmt keine einfache Aufgabe für jemanden wie dich, der so viel Ahnung und Wissen in dem Bereich hat. Aber wenn du mal einen wirklich Einsatzüberblick, die deutsche Spielelandschaft, wie sieht sie aus, geben könntest? Ja, ich glaube, da kommen wir schon zu so einem Grundproblem, weil es werden... Also in meiner Karriere jetzt in Anführungsstrichen als Computerspieljournalist und gerade bei solchen Anmoderationen, mein Gott, mit was da schon alles Computerspiele verglichen worden sind. Ja? Herr Schiffer, sind Computerspiele der neue Roman? Herr Schiffer, sind Computerspiele der neue Film? Herr Schiffer, ist das irgendwie das Groschenheft und so? Und ich glaube, wir haben einfach ein Grundproblem. Wir haben es hier mit einem gewaltigen, breiten Medium zu tun und wir tun alles unter Computerspiele subsumieren. Dabei müsste man eher sowas sagen wie Computerspiele sind vielleicht Print. Ja, da gibt es dann Rätselhefte und da gibt es Krieg und Frieden und dann gibt es den Groschenroman, aber die Leute, die Bildbände lesen oder sich anschauen oder Rätselhefte spielen oder Sportmagazin oder Krieg und Frieden, die haben jetzt nicht so wahnsinnig mit zu tun, trotzdem wird das alles so subsumiert. Und das ist das Problem und deswegen tue ich mich so schwer, diese Frage zu beantworten. Nicht nur, weil sie sich auf Deutschland bezieht, sondern weil wir hier einfach so ein grundsätzliches Problem der Kategorisierung. Es ist so ungefähr, als würde ich fragen, Herr Schiffer, wie würden Sie denn die deutsche Bewegtbildszene so einschätzen? Und dann haben wir halt Film und Kurzfilm und Werbung und was auch immer. Und deswegen ist das sehr schwierig. Ich würde sagen, im internationalen Vergleich, oder wenn wir uns dem irgendwie nähern wollen und irgendwie müssen wir es ja, dann kann man ja sagen, vielleicht machen wir es einfach wirtschaftlich. Ja? Dann kann man sagen, okay, die Zentren der Computerspielkultur liegen in Japan, USA, Kanada, Frankreich, England. Und in Deutschland, was die Produktion eigentlich überhaupt nicht, was aber den Konsum angeht, schon beachtlich. Ja.
Sind wir da nicht an fünfter Stelle weltweit? Ja, weiß nicht, aber hier kommen wir gleich zu dem so nächsten Problem, weil das ist nämlich das Zweite, was gerne in der Anmod gesagt wird, nämlich so Computerspiele sind größer als der Film. Weil da wird da natürlich, das wissen Sie wahrscheinlich auch, oder weißt du, Gino, wir duzen uns hier, da werden dann auch immer sehr, sehr viele Sachen mit reingerechnet, Konsolenverkäufe und so. Deswegen, liebe Journalisten, wenn Gamescom ist und ihr macht eine Anmoderation, mit Computerspielen wird heute mehr Geld verdient als mit dem Film, es ist nur mehr als Kino, nicht mehr als der Film. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Man sollte Computerspiele, auch wenn ich das sehr liebe, nicht größer machen, als sie sind. Gilem, sind Computerspiele die neuen Romane? Frage, Spaß beiseite. Ich streiche die Frage ganz kurz. Nee, was ich tatsächlich fragen will, ist was viel Persönlicheres. Und zwar bist du ja seit Februar 2018 bei der Stiftung Digitale Spielekultur. Und jetzt findet man auf der Website dieser Institution ein interessantes Zitat von dir, in dem du sagst, du seist keine Gamerin. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie geht das zusammen? Beziehungsweise gilt das noch oder hast du dich so langsam dem Thema angenähert aus quasi professionellen Erwägungen? Das ist ein Interview, bevor ich angefangen hatte, wo ich das so gesagt habe, das stimmt. Ich komme aus der Stiftungslandschaft und habe, oh Gott, mittlerweile seit 2 Jahrzehnten arbeite ich in der Stiftungslandschaft. Und als ich davon gehört habe, dass die Stiftung Digitale Spielekultur eine Geschäftsführerin sucht, habe ich erst gedacht, digitale Spiele, was hast du denn damit zu tun? Und dann habe ich mir die Homepage wirklich angeguckt und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und im Gegensatz zu dir, ich finde es wahnsinnig, mit was man mit Games alles machen kann. Und das fand ich so faszinierend, dass ich mir gedacht habe, aus dieser Stiftung kann man mehr machen. Mhm. Und auch mit dem Thema Games kann man viel, viel mehr machen. Und das hat mich so fasziniert und begeistert, dass ich mich beworben habe und zum Glück haben die mich auch genommen. Mhm. Und gibt es da so eine Art Zwangsspielzeit? Also musstest du zur Einarbeitung erstmal ein Spiel durchspielen? Wie hast du dich dem Thema genähert und was macht die Stiftung jetzt damit? Also klar, ich habe mich natürlich mit Spielen auseinandergesetzt und ich habe auch gespielt. Ich spiele jetzt nach wie vor auch wahnsinnig gerne. Und ich bin eher so ein Fan wie zum Beispiel Papers, Please von Indie-Spielen. Das finde ich für mich persönlich spannender. Und wie ich mich dem Thema genähert habe, indem ich viel gelesen habe, viel auf Messen gegangen bin, mich mit vielen Leuten aus der Branche unterhalten habe, die wahnsinnig freundlich waren und mich auch an der Anfangszeit an die Hand genommen haben und auch mich in verschiedene Genres eingeführt haben. Und ehrlich gesagt möchte ich davon keinen Tag missen. Jetzt kann man ja fragen, die Stiftung, die Aufgabe ist sozusagen, Menschen digitale Spielekultur näher zu bringen. Jetzt könnte man sich ja fragen, muss man das überhaupt? Also das scheint ja schon ganz gut auch ohne Stiftung zu klappen, dass Leute sich dem digitalen Spiel nähern, damit Zeit verbringen. Was ist sozusagen der genuine Auftrag der Institution? Also unsere Vision ist eine Gesellschaft, die alle Potenziale von Games kennt und einsetzt. Und wenn man sich auch unser Profil anguckt mit Bildung, Kultur, Forschung, haben wir schon sehr interessante, spannende Projekte, wo wir aufzeigen, wie man mit Games Unterrichtsinhalte vermitteln kann, wie man kulturelle Bildung mit Games vermitteln kann. Wir hatten erst jetzt im Sommer ein Gamescamp gehabt, wo es um Fontane ging und wo wir Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Fontane beigebracht haben oder die Inhalte, die Bücher, weil so würden sie es niemals lesen. Aber die haben dann angefangen, sich für Fontane zu interessieren und haben dann verschiedene Spiele entwickelt, also sowohl Brettspiele als auch Prototypen. Die haben halt angefangen zu kodieren und haben die Romane von Fontane in die Hand genommen und nach 5 Tagen konnte von den 50 Teilnehmern wirklich jeder mit Fontane was anfangen. Da haben wir es. Es sind doch die neuen Romane. Allein in der Eingangsfrage, wo ihr geantwortet habt, was ihr zuletzt gespielt habt, hat man ja schon irgendwie die wahnsinnige Bandbreite gemerkt. Ne? Und ja, Christian und Chidem haben es eben schon ein bisschen ausgeführt. Und trotzdem hängt Videospielen ganz oft einfach noch so ein Milieu-Klischee an. Mhm. Und es wird so ein bisschen verpönt betrachtet. Mhm. Warum steckt das Thema immer noch in so einer Kulturnische? Ich weiß nicht, also ich denke, ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland halt auch einen schwereren Stand hat, weil wir halt ganz gerne mal ein bisschen kulturpessimistisch sind und gerade wenn es um neue Medien geht, erstmal fragen, wie gefährlich sind die und nicht, was für Möglichkeiten geben die. Und
Ja, ich denke, das hat sich auch irgendwie so eingependelt. Ich glaube, sowohl, dass sich ein gewisser Teil der Branche und der Spieler und Spielerinnen sich selbst auch lange Zeit ganz wohl gefühlt haben in diesem, wir sind so nerdige Menschen, wir sind anders als der Mainstream oder was auch immer. Und dann wurden die halt auch so betrachtet. Und ich glaube, das war dann irgendwann auch so ein sich selbst verstärkender Prozess. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, auch wenn es, na klar, jetzt vielleicht noch nicht irgendwie ganz in Deutschland zumindest so viel Geld bringt wie Filme, ist es trotzdem, dass die meisten gerade jungen Menschen tatsächlich inzwischen eher von Videospielen geprägt werden als von anderen Medien, also vor allem von Literatur. Und dass es, je weiter die Zeit voranschreitet, es eher ungewöhnlicher sein, wie wir Menschen keinen Kontakt zu Spielen welcher Art, also digitalen Spielen welcher Art auch immer haben werden. Also ich denke, das wird sich von ganz alleine lösen, dass irgendwann muss dieses Gefühl weg sein, dass es noch irgendeine Art von Nische ist, weil das ist schon lange nicht mehr. Also deine Liebe zu diesem Genre hat man in vielen deiner Artikel rausgelesen. Okay. In einem sprichst du davon, dass man Videospiele als Gesamtkunstwerk betrachten soll. Kannst du oder das kann, ein bisschen, ja. Oder könnte. Ja. Kannst du das ein bisschen erläutern, was du damit gemeint hast? Ja, also ich mag Videospiele sehr gerne als Medium, als Möglichkeiten, die sie bieten. Ich stehe Videospielen aber auch, also so wie jedem Medium, auch kritisch gegenüber. Also es ist nicht alles, was ich an Videospielen mag, ich auch. Und ich hatte da eben die Idee, dadurch, dass ich auch Wagner ganz gerne mag und der ja nun mal diese Idee mit dem Gesamtkunstwerk zumindest neu aufgegriffen und geformt hat, finde ich, dass man das eben auch auf Videospiele anwenden kann, zu überlegen, weil halt alle diese Elemente von Theater, von Tanz, von Schauspiel, von Kulisse, von Text, von Musik damit drin sind, nur dass es halt eben erweitert wird im Videospiel durch die Spieler, die eben davor sitzen. Also dass man halt als Spieler, Spielerin komplett steuern kann, was in dem Spiel passiert. Und tatsächlich, dass eben, wenn man es als Gesamtkunstwerk sehen will, es dieses Kunstwerk sogar irgendwie öffnet und irgendwie eben diese Interaktivität herstellt, die so kein anderes Medium machen kann. Also das kann kein anderes Medium, kann so eine Interaktivität herstellen wie ein Videospiel. Also so ein bisschen diese Subjektivität, Kunst verändert sich durch den Betrachter oder Benutzer auf dieses Genre angewendet. Tatsächlich, im wahrsten Sinne, kann ein Videospiel nicht existieren ohne die Spieler. Also es kann existieren, aber es erfüllt ja seinen Zweck nicht tatsächlich. Ja. Philipp, zu dir nochmal ganz kurz und zu deiner Firma. Ein Versprechen, was ich sehr interessant fand, das ihr gebt, ist, dass ihr mit Hilfe von Game Thinking, was das ist, wollen wir natürlich auch gleich nochmal erklärt bekommen, Aufgaben von der inneren Muss-ich-machen-Liste auf die innere Will-ich-machen-Liste setzen wollt. Das heißt, ihr wollt im Grunde genommen die Welt, sagt ihr, jeden Tag ein wenig verspielter machen. Jetzt kann man sich ja grundsätzlich erstmal fragen, warum ist das eine gute Idee? Also warum soll eine verspieltere Welt eine erstrebenswerte Welt sein? Weil die Leute dann motivierter sind, Dinge zu tun. Weil wir merken, dass Spielmechanismen einfach Leute dazu bewegen, sich für Dinge zu begeistern, für die sie sonst nicht so viel Begeisterung übrig haben. Also wir haben ja meistens viel härteres Brot als jemand, der jetzt wirklich in der Game-Industrie sich ein Spiel ausdenken kann für eine begeisterte Spielerschar, die darauf wartet, dass ein neues Spiel kommt. Sondern wir sind ja immer in einem Nicht-Spiel-Kontext. Deswegen also Gamification, was ja dann auch so das Thema des Abends werden soll, da reden wir ja gerade eben nicht von der Spielewelt, sondern das heißt ja, dass man Spielelemente einsetzt in einem Zusammenhang, der eigentlich nichts mit Spielen zu tun hat. Das heißt, unsere Kunden ist halt ein Bosch, ist eine Bank, ist ein Bildungsinstitut, ist ein Ministerium, die Inhalte vermitteln wollen, die ihren Mitarbeitern eine Strategie vermitteln wollen, die ihren Bewerbern ein cooles Assessment Center bereiten wollen, all solche Aufgaben, damit kommen die zu uns und das sind meistens Aufgaben, die halt nicht mega cool sind. Also da reden wir eben nicht von dem nächsten großen Kunstwerk, auf das die Masse wartet, sondern da reden wir eher von Angestellten, die denken, oh nee, nächsten Monat ist wieder Schulung, ich habe keine Lust drauf und dann werden wir gerufen und müssen gucken, dass wir diese Inhalte in so coole spielerische Verpackungen bringen, dass die Leute eben Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Das ist eben die besondere Herausforderung dran, aber wir merken eben, dass Spielelemente da gut funktionieren. Das ist auch dann immer die Frage, das ist dann häufig kein Gesamtkunstwerk, kommt auch vor, dass es wirklich ein richtiges Spiel ist. Oft ist es aber auch einfach nur der Einsatz von einzelnen Spielelementen in so einem Zusammenhang. Jetzt gerade machen wir was im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Da geht es darum, dass die Leute halt sich eine Pflanze ins Büro stellen oder ab und zu mal freundlich zu ihren Kollegen sind, auf ihre Ernährung achten etc. Solche Themen, das ist im Endeffekt, wird das eine App, die wird von einem Versicherer sein und ich lade die mir nicht runter, weil ich sage, ich will jetzt das neue Spiel von dieser oder jener Versicherung spielen, sondern ich nutze das, weil ich will auf meine Gesundheit, Ernährung, Achtsamkeit, darauf lege ich Wert und möchte das regulieren. Aber dass mir das am Ende Spaß macht, dafür sorgen wir, weil wir dann eben doch so viele Spielelemente da reinpacken, dass es viel cooler ist als ein vergleichbares Angebot, was jetzt aktuell auf dem Markt wäre.
Okay, also zu dem Beispiel müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal kommen, wie man das schafft, per App Leute dazu zu bringen, sich eine Blume oder eine Pflanze ins Büro zu stellen. Aber vielleicht nochmal einen grundsätzlicheren Schritt zurück, also worüber man ja nachdenken könnte, ist, dass ihr versucht, sozusagen die reale Welt so ein bisschen an die Spielewelt anzugleichen. Ja, also zumindest Mechanismen zu nutzen, die eben auch in der Spielwelt sozusagen zu finden sind. Und eine Sache, die ja natürlich, wenn man jemandem sagt, ja, wir machen eine Talkshow über Spiele, dann kommt natürlich, wenn ich mit meiner Oma telefoniere, dann kommen natürlich dann diese ganzen typischen Klischees. Ja, also da geht es irgendwie oft um Gewalt, hat sie mir erzählt natürlich. Und oft werden sie natürlich auch wegen stereotypischer Gesellschaftsbilder kritisiert. Und all diese Dinge, die kennen wir alle, diese Vorwürfe, die Standardvorwürfe. Und da wäre jetzt mal meine Frage, wo stimmt das noch vielleicht? Also wo sind Spiele vielleicht wirklich gesellschaftlich betrachtet so ein bisschen der Realität hinterher? Und wo ist es vielleicht aber auch andersrum so, dass wir in Spielen Utopien entdecken, sozusagen vielleicht andere Ideen, andere Vorstellungen von Demokratie, von Geschlechterdemokratie, von Geschlechterbildern, wo wir sagen könnten, okay, die Spielewelt ist uns eigentlich schon einen Schritt voraus. Also das wäre mal so eine Frage an alle. Also gibt es da gute Beispiele dafür, wo es eben, ja, also wo es tatsächlich eben nicht dem Klischee entspricht, sondern dass man sagt, okay, es ist eher so, man könnte sich dem annähern, das wäre dann eben tatsächlich eine gute Idee, wenn man das schafft. Ja, also in unserem Zusammenhang ist es ja noch tatsächlich oft relativ weit weg von diesen Spielewelten, wie man die sich jetzt vorstellt, wenn man über so Spiele spricht, wie das, was du zum Beispiel am Anfang genannt hast. Das sind ja oft nicht die Produkte, die wir dann am Ende machen, sondern wir überlegen ja eigentlich eher, wir haben da eine große Masse von Leuten, wir entwickeln ja meistens für eine Zielgruppe von irgendwie einer Firma mit irgendwie, da arbeiten, weiß nicht, 10.000 Leute, die sind das super breit und die haben normalerweise, kriegen die ein PDF, wo sie irgendwie jetzt was lernen müssen und wir müssen gucken, oder Schüler, wir machen auch viel im Bildungsbereich, die ticken alle unterschiedlich und die haben unterschiedliche Vorlieben. Und was wir da ja eigentlich machen, ist zu gucken, wie also psychologisch gesehen, wer hat so welche Treiber. Dem einen ist es wichtig, dass er immer einen Fortschritt kommuniziert bekommt. Dem anderen ist es wichtig, dass er soziale Interaktion hat. Der Dritte muss irgendwie, möchte sich gerne kreativ betätigen. Das ist nicht nur auf Spiele beschränkt, sondern auch im echten Leben ja so. Ja, also du tickst anders als ich. Wir haben andere Sachen, die uns wichtig sind. Und das versuchen wir eigentlich über die Spiele dann abzubilden, zu sagen, wir versuchen eine Oberfläche zu schaffen, wo jeder so ein bisschen sich das raussuchen kann, was er gerne macht. Und da verstärken wir eigentlich die Wünsche, Bedürfnisse, die die Leute ohnehin haben. Mhm. Und dann soll halt derjenige, der den Fortschritt braucht, dem kommuniziert man eben häufig, okay, du hast wieder was erreicht, du hast den nächsten Schritt gemacht. Und demjenigen, der soziale Interaktion braucht, dem muss man ein Feature einbauen, dass er sich irgendwie austauschen kann, mit anderen zusammen was machen kann. Also so gehen wir da eigentlich eher dran, dass wir gucken, welche sowieso vorhandenen Treiber bei den Menschen können wir verstärken mit unseren Spielmechanismen, damit sie dann mehr Lust haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Das sind natürlich jetzt auch eure Customized-Lösungen, die ihr anbietet. Wie ist es mit sozusagen angebotenen Spielen, die auf dem Markt sind? Ne? Vielleicht, um das nochmal aufzugreifen, ein Beispiel. Man kennt es zum Beispiel aus dem Science-Fiction. Da gibt es ein ganzes Subgenre, Suburbia Science-Fiction, wo man sich immer wieder wundert, wie eigentlich noch viel stärker so heteronormative, ja, Lebensmodelle, klassisch Suburbia, immer weiter verstärkt werden, statt irgendwie neue zukünftig zu ausdenken. Ich kann mir vorstellen, dass es die Parallelen auch im Videospielbereich gibt. Also ich glaube, man muss da ganz groß unterscheiden, tatsächlich auch bei Videospielen, wenn man es so ganz grob machen will, und zwischen sogenannten Blockbuster- oder AAA-Spielen und den eher kleineren Indie-Spielen. Also wenn es solche Versuche gibt, tatsächlich auch größere Diversität darzustellen oder auch bestimmte gesellschaftskritische oder andere Gesellschaftsbilder darzustellen, findet man das eher im Indie-Bereich als im AAA-Bereich. Und dann geht das irgendwann so ein bisschen rüber und wird aufgenommen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Artikel geschrieben, der erscheint bald, über wie es inzwischen schon einige Videospiele gibt, die tatsächlich den Klimawandel behandeln und die den Klimawandel auch spielbar machen, die den die Spielern und Spielerinnen tatsächlich Möglichkeiten geben, Ressourcen schon bestimmte Dinge zu tun oder Gesetze einzuführen, wo es darum geht, anderen Spielern daran zu hindern, irgendwie Wälder abzuholzen oder Ähnliches. Dass tatsächlich, es gibt immer wieder diese Versuche, eben dieses Medium und diese sehr starke Interaktivität zu nutzen, um bestimmte recht abstrakte und auch komplexe Sachverhalte irgendwie spielbar zu machen. Und ich glaube, dafür ist das Medium total gut. Andererseits ist es allerdings auch unbestritten, dass bestimmte, auch wenn es da sehr viel besser geworden ist, trotzdem noch eine große Unterrepräsentation von queeren Charakteren, von People of Color und so weiter und so fort in Videospielen gibt. Das ist alles absolut und da sind die auch wahrscheinlich auch weiter hinterher als zum Beispiel Film und Serien. Wenn ich mir gerade Netflix angucke, gibt es da eindeutig mehr Diversität. Aber ich denke, das wird langsam besser, eben auch weil diese gefühlte Nische eben wirklich keine Nische mehr ist, sondern dieses Ding, Medium zwischen riesigster Mainstream ist. Also, oder...
Also ich finde schon, also gerade wenn man das mit anderen Medien vergleicht, ist aber bei Computerspielen in meiner Wahrnehmung sehr viel mehr Lust an der Dystopie. Also gerade wenn ich das vergleiche, gerade mit Science Fiction. Mhm. Also ich habe gerade eine Sendung für den BR gemacht über Isaac Asimov. Also was das damals für Utopien waren, also alle Atombetrieben, okay, die man damals hatte und wo es natürlich darum ging, Gesellschaft besser zu machen und Utopien, also quasi popkulturell so erlebbar zu machen, wenn man so möchte, sodass sie auch als Vorbild dienen können, ja, oder Star Trek oder solche Sachen. Und wenn ich mir dann Computerspiele anschaue, also ganz ehrlich, du spielst ein Spiel, wo man, also Papers, Please, in einer dystopischen Zukunftswelt Pässe kontrolliert für eine Diktatur. Ich spiele ein Spiel, in dem man irgendwie durch die Pampa geht, einer Welt, die aussieht wie Grönland, und man tut dort Pakete verteilen, ja, und alle sind tot und so und asexuell und niemand hat eigentlich Bock und so. Also ich meine, also das ist schon sehr erstaunlich. Mhm. Also ich meine, eigentlich hätte ja dieses Medium, eben wie du das ja auch gesagt hast, Lars, ein enormes Potenzial, ja, mal irgendwie zu schildern, wie es vielleicht auch anders geht. Und ich finde es immer frappierend, wie wenig daraus gemacht wird. Mhm. Also wenn wir uns mal überlegen, wie oft in der Menschheitsgeschichte, also Thomas Morus oder irgendwelche Frühsozialisten, Robert Owen oder Platon oder so, sich Gedanken gemacht haben über Gesellschaft und wenn es schlecht gelaufen ist, das auch noch selber ausprobiert haben, dann ist es in der Regel schief gegangen. Und heute hätte man solche Möglichkeiten sehr viel einfacher. Mhm. Und gerade im Spielkontext wird das viel zu selten genutzt, ja. Und das finde ich, also ich meine, es betrifft jetzt nicht nur Spielen, sondern auch ein bisschen Internet. Also da gibt es natürlich schon, also Wikipedia und kollaborative Modelle. Aber ehrlich gesagt, so nach 50 Jahren Computerspiel-Medium finde ich so das ein bisschen dürftig noch. Spannende Frage, warum? Vielleicht würde ich da nochmal ein Sternchen dran machen und vielleicht ein bisschen später nochmal drauf zurückkommen, wenn wir uns generell nochmal angucken, wo kommen Videospiele her, wer macht die eigentlich und passiert da sozusagen genug, nicht nur Diversität in den Videospielen, sondern in der Szene an sich angucken. Was ich mich frage ist, das sind ja Repräsentanzen von menschlicher Erfindung, von dem, was wir sozusagen an Kultur eh schon mitbringen, die sich da darstellen. Ne? Was hat sich daran verändert mit dem, wie wir jetzt digital spielen? Ich habe gerade versucht, Brettspiele durchgehen zu lassen, ob die auch alle Risiko, auf jeden Fall auch eher ein dystopisches Umfeld. Mensch ärgert dich vielleicht auch. Horror-Pulli natürlich. Ne? Also Kapitalismus im Brettspiel eh ist stark vorhanden, wobei die Geschichte des Brettspiels Monopoly eine sehr interessante ist. Ja. Hat sich dadurch wirklich was verändert mit dem Digitalen? Ist was Neues darin gegeben, in dem, wie wir heute spielen, Chidem? Also, digitale Spiele sind ja im digitalen Zeitalter entstanden, weil es gibt ja keine Kunstform so in der Form oder keine kulturelle Ausdrucksform wie die digitalen Spiele. Ohne die Digitalisierung hätte es wahrscheinlich keine Games in der Form, so wie wir es heute sehen, erleben, gegeben. Von daher finde ich das schon sehr spannend, was man alles mit Games machen kann. Und weil auch das Spiel, was du spielst oder was ich spiele, auch wenn man sich darüber streiten kann, ob das jetzt nun Kunst ist oder ob man das nach 70 Stunden immer noch nicht versteht, wenn man sich das genauer anguckt, Papers, Please greift einfach zum Beispiel eine sehr, sehr aktuelle Situation in unserer Gesellschaft auf. Und die Selbstwirksamkeit, die man halt über Spiele erleben kann, ich finde, das hat man nicht bei Filmen oder bei Fotografie oder Serien oder sonst dergleichen. Also wenn ich das spiele und ich werde in die Situation eines Zollbeamten versetzt, wo ich entscheiden muss, ob ich denjenigen reinlasse oder nicht. Das macht mit einem ganz, ganz viel. Und ich finde, das ist das Spannende im digitalen Zeitalter, wo man nur noch konsumiert, weil wir sagen halt irgendwie, die Jugendlichen heute, die sind mit den digitalen Medien groß geworden und so weiter, aber die neueste Studie hat auch gezeigt, dass wir in Deutschland die Jugendlichen, was Digitalisierung angeht und die Kompetenzen, dass wir da im mittleren Feld sind. Und mit Games könnte man all diese Themen also als eine Brücke nehmen von analogen Gesellschaft in die digitalisierte Gesellschaft, und da bieten halt Games ganz viele vielfältige Möglichkeiten in der Bildung, in der Forschung, Kultur etc. Und das Spannendste ist wirklich die Selbstwirksamkeit. Bleiben wir gerne mal kurz beim Bildungsthema, weil dieselbe Frage, ist da was Neues drin,
habe ich mir auch gestellt, wenn es dazu kommt, wie wir belohnen oder bewerten. Mhm. Wir haben ja eh schon viele Konstrukte gesellschaftlich, in denen Belohnung und Bewertung stattfindet, gerade auch in schulischen Kontexten. Und ihr setzt euch aber eben auch mit der Stiftung sozusagen für Games-Pädagogik und pädagogische Ansätze im Gaming an. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen ausführen? Gerne. Also in der Bildung zum Beispiel, wenn es darum geht, das Thema Vorbilder bei Jugendlichen, ganz, ganz wichtiges Thema, auch wenn man im Kontext des von Instagram oder auch Facebook etc. diese Themen aufgreift. Man kann sehr schön auch das Thema aufgreifen, Vorbilder und Helden in Spielen und über diese Form von über Helden zu sprechen, über Vorbilder in der Gesellschaft und welche Rolle spielen sie. Das ist ein Thema. Oder auch kulturelle Bildung zu vermitteln. Das hat nichts mit Punktesystem oder sonst dergleichen zu tun, aber kulturelle Bildung, gerade bei benachteiligten Schülern, die nicht unbedingt einen Wagner sich anhören können oder ein Instrument spielen können, aber das können die mit Games. Und indem sie diese Erfahrung machen, indem sie spielen und diese Erfahrung aufgreifen können selber, passiert mit den Jugendlichen was. Sie können Interesse entwickeln für Kultur, für Kunst. Sie können Neugier entwickeln und darüber schließen wir sie auf für die kulturelle Bildung, nur als ein Beispiel, oder Erinnerungskultur. Im digitalen Zeitalter, die ganzen Zeitzeugen, das hat nicht direkt mit Bildung zu tun, aber indirekt schon. Wie vermitteln wir den Jugendlichen von morgen Erinnerungskultur, wenn die Zeitzeugen sterben? Auch hierfür bieten Games, also jetzt nicht natürlich die kommerziellen Spiele, also ganz viele Serious Games oder auch Gamification, hervorragende Möglichkeiten an. Und wir haben auch, es ist jetzt am 1. November gestartet, ein Projekt, wo es darum geht, wo wir gemeinsam mit Spieleentwicklern, mit Historikern, mit Journalisten, mit Museologen schauen möchten, wie können wir Gamification, Serious Games dafür einsetzen, Erinnerungskultur in Museen und in Bildungseinrichtungen zu vermitteln. Ich glaube, da kommst du gleich rein. Vielleicht noch ganz kurz irgendwie. Der Platz, den wir Videospielen an Schulen insgesamt geben, müsste es nicht viel mehr Raum einnehmen dürfen, einfach auch um Kinder und Jugendlichen auch eine Wertschätzung entgegenzubringen, dass man ihre Kultur ernst nimmt? Also jetzt doch wieder die Romanrezension, wo es dann vielleicht in Zukunft eher die Videospielrezension sein könnte. Ja, also da schreibe ich tatsächlich auch gerade einen Artikel drüber, wie ich das zumindest einen interessanten Gedanken finde, ob man nicht, weil eben viele, gerade junge Menschen, eher deren erstes erzählerisches Medium durchaus Videospiele sein können, zu großen Teilen, die dadurch auch geprägt werden, was Erzählung ist und wie Erzählung aussieht und wie Narration aussieht. Das ist, wenn man zum ersten Mal sowas mit einem Videospiel erlebe als mit einem Buch, ist das eine komplett andere Art von Narration einfach. Und natürlich ist es zumindest ein interessanter Gedanke, mal zu überlegen, ob es nicht irgendwann, wir in 30, 40 Jahren, das ganz natürlich neben dem Werther irgendwie auch ein Videospiel haben werden an der Schule und das analysieren und zu schauen, wie erzählt dieses Spiel denn und wie vermittelt es bestimmte Narrationen oder welche narrativen Strukturen hat es. Und das ist komplizierter, weil ein Videospiel ist länger. Man kann nicht sagen, schlag jetzt Seite 23 auf. Und wenn man ihnen sagt, spielt bitte Kapitel 5 des Spiels zu Hause, dann erlebt jeder was komplett anderes. Das heißt, es ist ein... Dänemark gibt es das. Also Dänemark wurde mir ein Schulbuch jetzt gezeigt, da ist Papers, Please drin. Und da ist das dann so. Spiel mal schön 5 Stunden Papers, Please. Ja, aber das ist trotzdem, es ist auf jeden Fall kompliziert und da müssen halt andere Mechanismen greifen, ganz einfach, weil es halt anders ist. Warum glaubst du denn, dass das, warum sagst du denn in 30 oder 40 Jahren? Bist weil ich glaube, so in Deutschland wird das noch sehr lange dauern. Also ich glaube, in Deutschland werden schon so Programme eingesetzt, die eben Gamification auch in sich tragen. Und ich glaube, wenn es wirklich darum geht, dass es irgendwann auf einem Stundenplan stehen würde, jetzt analysieren wir Videospiele, ich glaube, das wird tatsächlich noch dauern. Doch, denn das, Entschuldigung, dass ich jetzt da reingreife, weil wir jetzt im Januar im Auftrag hier vom Land Berlin eine Machbarkeitsstudie entwickeln werden, wo es darum geht, wie man entlang des Curriculums ausgewählt an 4 Schulfächern schaut, wie man Games im Unterricht einsetzen kann. Natürlich didaktisch aufbereitet, genau, das ist ja im Kontext gesetzt, richtig. Aber wirklich zu schauen, Unterrichtsinhalte, wie können die mit Unterstützung von Games, von kuratierten Games natürlich, vermittelt werden. 30 Jahre brauchen wir. Nein, aber das ist ja was anderes zu sagen, ich benutze ein Videospiel, um einen bestimmten Inhalt zu vermitteln, oder ich sage, das Videospiel ist der Inhalt. Und da ist es ja auch immer noch nicht klar, was man denn dann eigentlich will. Also sorry, ganz kurz, weil es gibt Videospiel, also ich war mal in einem,
Grimme-Institut hat mich mal eingeladen, für so einen Kanon zu erstellen. Mhm. Ja, von Videospielen. Und dann hast du das Problem, dass es gibt zum Beispiel, also man kann ja einen Kanon aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Den pädagogischen Blickwinkel oder zum Beispiel den künstlerischen Blickwinkel. Mhm. Unter dem künstlerischen Blickwinkel gehört Doom auf jeden Fall in einen Kanon. Ja, ja? Spaß. Unter einem pädagogischen Blickwinkel, also Doom ist das, der erste Ego-Shooter, also der wichtige Ego-Shooter, wo man unter anderem mit einer Kettensäge Monster zerfleischt. Unter pädagogischen Gesichtspunkten eher schwierig. Oder zumindest nicht in der vierten Klasse. Oder so. Zumindest nicht in der vierten Klasse, genau. Also das heißt, das ist ja dann das nächste Problem, wenn man dann an die Schulen geht. Und da, also wenn man das kanonisiert, na klar, so wie das bei Literatur der Fall ist, unter welchem Gesichtspunkt? Ja. Mhm. Ihr nehmt ja jetzt nicht Spiele, die es schon gibt, um damit Bildung neu zu denken oder auch Weiterbildung neu zu denken, sondern tatsächlich entwickelt ihr selbst ganz praktisch Anwendungen, die genau das aber auch leisten sollen. Also vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was lässt sich denn eigentlich alles so gamifizieren und was nicht? Was genau, also für welche Projekte genau werdet ihr gerufen und warum? Ich fange mal am besten direkt mit dem Bildungsbereich an, weil der jetzt gerade angesprochen wurde. Und ich finde das auch alles richtig, was ihr sagt. Und als ich bin ja, wie gesagt, auch selber Autor, deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, dass man sagt, dass Spiele auch als Kunstwerke im Unterricht behandelt werden sollten oder könnten. Aber wenn wir über Gamification reden, reden wir eben nicht darüber, sondern dann reden wir über das, was du eigentlich bei deiner Frage eingangs ja meintest, sondern wie können wir Bildung gamifizieren? Also wie können wir nicht das Spiel als jetzt den Wärter betrachten, sondern wie können wir mitspielen, die Inhalte, die wir vermitteln wollen in der Schule, besser vermitteln? Und das muss auch gar nicht unbedingt immer digital sein. Man könnte auch gamifiziert Inhalte über Spiele. Genau, also jetzt zum Beispiel in diesem Bildungsbereich. Eine Sache, erstmal im digitalen Bereich, die wir gemacht hatten, war, letztes Jahr ging es um für Schüler in der Schweiz, die im Geschichtsunterricht was lernen sollten, war vorgegeben über Frida Kahlo, Alfred Escher und Marco Polo. Normalerweise hätte da der Lehrer den Text da ausgeteilt und die hätten sich einen Quellentext über Marco Polo durchgelesen. Und da sind wir so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, was nutzen die Smartphone-Oberflächen etc.? Und dann haben wir uns überlegt, wie sähe denn Marco Polos Smartphone aus, wenn es damals Smartphones gegeben hätte? Das heißt, da mussten wir uns auch sehr mit diesen Personen beschäftigen, also auch alle Biografien lesen, um die zu verstehen und zu wissen, was für einen Tonfall hat er wohl seinem Vater gegenüber in den Chats verwendet, was für Musik hätte er wohl gehört, wie sieht seine Google Maps-Karte aus etc. Und dann haben wir da ein Spiel daraus gemacht, dass ich als Spieler, als Schüler diese App habe. Es gibt einen Geheimort, an den muss ich reinkommen und das kann ich aber nur, wenn ich so ein paar Passwort-Sicherheitsfragen beantworte, wie wenn man bei seinem Mail-Programm sein Passwort vergessen hat und um auf diese Antworten zu kommen, muss ich eben die Mailbox abhören, da ist ein Anruf vom Bruder und dann muss ich das vergleichen mit einer Adresse auf der Karte etc. Also an sich so eine Art Rätselspiel, aber wenn ich das gemacht habe 3 Stunden lang, dann kann es dir sicher sein, dass der Schüler alles über Marco Polo wusste und wo der in China welche Route gelaufen ist und alles, was an Bildungsinhalten vermittelt werden sollte. Ja? Also das ist so ein Beispiel für eine Gamifizierung, die jetzt auch eben weit weg ist von diesem Punkte- und Ranking-Ding, was ja oft ein Vorteil gegenüber Spielen ist. Also das muss gar nicht heißen, dass man am Ende dann ein Leaderboard in der Klasse hat und da steht, die Marion ist auf Platz 1 und der Paul ist auf Platz 2, sondern das kann ja auch eine ganz andere spielerische Form sein. Es geht auch viel mehr in die Richtung inzwischen als so sehr kompetitiv. Ein anderes Beispiel, noch kurz im Bildungsbereich, auch für Schüler, um so ein bisschen die Bandbreite aufzuzeigen, haben wir für die Landeszentrale für politische Bildung gerade gemacht in Baden-Württemberg. An sich komplett analoges Spiel, also einfach ging es um das Thema Medienkompetenz im Internet, also spricht erstmal nicht für ein analoges Spiel, aber wie verhalte ich mich, Hate Speech, Cybermobbing etc. Und da haben wir dann einen Escape Room draus gemacht, das heißt, da gehen Schulklassen in diesen Raum rein, spielen eine Stunde, müssen Materialien finden, müssen Informationen also vergleichen. Das ist so ein Raum, aus dem man sich befreien muss mit. Genau, die Aufgabe da ist halt, es gibt fünf Personen, auf die könnte eine Attacke ausgeführt werden. Ich muss rausfinden, welche von den 5 Personen ist es. Und auch da mache ich einfach, ich muss Sachen abgleichen, ganz viele verschiedene Spielarten. Und am Ende habe ich da ein gutes Erlebnis. Und da kriegt man auch Tipps. Die Gruppen, die schwächer sind, kriegen mehr Tipps, die anderen kriegen weniger Tipps. Da ist nicht meine Motivation, möglichst viele Punkte zu sammeln. Ich möchte halt irgendwie innerhalb von einer Stunde das schaffen. Schaffen auch die meisten. Und das ist super beliebt bei den Schülern, weil es einfach eine andere Art ist, auch wie diese App, weil das halt viel näher an deren Lebensrealität dran ist. Mhm. Sowas zu machen. Okay. Jetzt ganz kurz zu deiner Frage, was für Bereichen wir gerufen werden, das ist wirklich super breit. Also Bildungsbereich sind jetzt solche Beispiele wie genannt. Also eigentlich immer da ist die Aufgabenstellung eigentlich klar, ich habe eine Information und die möchte ich vermitteln, wie kann ich die so vermitteln, dass sie wirklich ankommt. Es kann aber auch im Unternehmenskontext, können das Sachen sein, also viel auch so interne Kommunikationsthemen, das geht dann in die Richtung, das sind natürlich Bildungsinhalte, aber wie kann ich eine Schulung cooler machen, wie kann ich die Strategie, die sich unser Bankvorstand überlegt hat, so kommunizieren, dass die Mitarbeiter sich damit beschäftigen, bis hin zu so ganz
trockenen Themen wie IT-Security-Regeln, die jedes Unternehmen kommunizieren muss, wie kann man das so machen, dass man sich damit beschäftigen will, können aber auch Sachen im Bereich Bewerbung, also Assessment Center etc. sein, also wie kann ich als Arbeitgeber den Bewerbern ein cooleres Erlebnis bieten, als einfach nur mit denen ein Interview durchzuführen, also wir ersetzen eigentlich sehr viele langweilige Prozesse in Unternehmen. Also es geht eigentlich immer darum, die Leute dazu zu incentivieren, etwas zu machen, worauf sie naturgemäß eigentlich keinen Bock haben. Genau, deswegen heißt Gamification, also wie du es vorhin schon meintest, ganz runtergebrochen, irgendwas von der inneren Muss-ich-machen-Liste auf die innere Will-ich-machen-Liste zu holen. Da könnte ja jetzt bei dem einen oder anderen auch so eine kleine Alarmglocke angehen und sagen, ist das eigentlich wirklich so eine richtig gute Idee? Also die Gefahr, die du natürlich dabei hast, ist, wenn du das für Zwecke nutzen würdest, die verwerflich sind. Also wenn jetzt, klassisches Beispiel natürlich, wir bringen ungerne andere Leute um, wenn man dafür Gamification nutzt und am Ende habe ich mehr Freude daran, andere umzubringen, dann kannst du natürlich sagen, ist dieses Mittel absolut missbraucht und nicht zielführend eingesetzt. Ich weigere mich nur dagegen, dass jetzt der Gamification... Das ist jetzt sehr weit am Ende des Spektrums, würde ich vermuten. Aber es gibt sicherlich auch Beispiele, die sind schon etwas näher dran an der Arbeitslebensrealität. Aber dann sag mal, also ich kann nur sagen, in 6 Jahren, die wir das jetzt machen, habe ich hier noch nicht ein Projekt vorgesetzt bekommen von einem Kunden, wo ich gesagt hätte, das finde ich jetzt moralisch verwerflich, was ihr vorhabt. Aber sag mal gern ein Beispiel, was du denkst, wo man das einsetzen könnte. Jetzt, also wie gesagt, ich kann diese ganz bösen Beispiele verstehen, wenn man wirklich eine moralisch verwerfliche Aufgabe incentiviert, dass sie attraktiver ist. Aber was würdest du sagen, sind sonst Sachen, wo das kritisch zu sehen ist? Also soll ich mal versuchen, das kritisch zu sehen? Ja, gerne. Ja, gerne. Da haben wir ja was vorbereitet. Vielleicht? Also ich muss dazu sagen, ich verstehe jetzt Gamification tatsächlich auf diese ursprüngliche vulgäre Art so ein bisschen, wie wir das eigentlich seit 7 Jahren ja auch diskutieren. Es gab 2012, glaube ich, dieses Buch von Jane McGonigal, was ein großer Bestseller war. Danach auch nochmal eins 2016 und lange Zeit war so, also Gamification war also in meinen Augen das, was so die Blockchain noch vor 2 Jahren war. Plötzlich so das Super-Tool, mit dem man alle Probleme lösen kann, ja. Mit der Blockchain hieß es ja, man löst den Brexit, ja. Ich meine, viele dieser Gamification-Elemente kommen ja eigentlich auch gar nicht so aus den Computerspielen, sondern die haben sich die Computerspiele wiederum selbst abgeschaut. Also Orden gab es schon früher, da wären wir übrigens beim negativen Beispiel von Gamification. Möglicherweise. Naja, gut, also man kann das negativ sehen, Leute dafür zu belohnen, dass sie in so, keine Ahnung, also gibt es bestimmt Leute, die das kritisch sehen. Ich habe selber auch schon Fleißbildchen bekommen in der Schule, das ist Gamification. Und natürlich ist es so, dass die Computerspiele im Laufe ihrer Geschichte ein ganzes Arsenal an Methoden und Tricks hervorgebracht haben, um Leute bei der Stange zu halten. Also an die Highscores erinnern sich vielleicht die meisten hier, aber auch Levelaufstiege, irgendwelche Achievements, also da wären wir dann beim ganz negativen, düsteren Beispiel. Achievements hat ja auch der mutmaßliche Attentäter von Halle in seinem sogenannten Manifest kommuniziert. Und so weiter und so weiter. Also wir haben ganz, ganz viele Methoden, die Computerspiele hier hervorgebracht haben. Diese Methoden und Tricks sind in der Game-Szene gar nicht so unumstritten. Also es gibt viele Leute, unter anderem auch ich, die sagen, ein Spiel, das sich sozusagen darauf verlassen muss, einem permanent nur die Karotte vor die Nase zu halten, permanent eigentlich nur dadurch lebt, irgendwie auf dein Dopamin-Ding zu drücken und dich bei der Stange zu halten, ist vielleicht auch kein so gutes Spiel. Ich vergleiche das immer mit so Geschmacksverstärkern. Also moderat eingesetzt kann so ein bisschen Glutamat im Curry schon echte Wunder wirken. Ja? Ist das im Curry? Wurscht. man sieht, kulinarisch bin ich nicht so bewandert. Aber wenn man sozusagen die ganze Zeit Glutamat vorgesetzt bekommt, dann wird man irgendwann feststellen, dass das Essen vielleicht nicht so gut ist und man vielleicht irgendwas anders haben möchte. Und da komme ich so ein bisschen so auf meinen Punkt. Also ich finde, man kann wenn man es mit schlechter Arbeit zu tun hat, dann kann man da natürlich Glutamat drüber schütten und irgendwie versuchen, das für die Leute irgendwann besser zu machen. Aber eigentlich wäre es ja besser, die Arbeit für die interessanter zu gestalten. Also wenn ich meinen Vater, der am Fließband gearbeitet hat bei BMW, mir anschaue,
sorry, kann man hin und her gamifizieren, das wird trotzdem nicht besonders geil. Aber es ist ein super Beispiel. Ich finde, also darauf will ich nicht hinaus. Also ich will, du hast ja auch von ganz anderen Sachen zum Teil gesprochen. Ich möchte wirklich so ein bisschen auf dieses Vulgär-Ding, also alles, was ihr macht, ist, also die Beispiele, die du gesagt hast, sind super. Aber ich finde, dieses ganze Ding, irgendwie über so Nudging-Elemente Leuten etwas irgendwie toller erscheinen zu lassen, als es vielleicht in Wirklichkeit ist, finde ich schwierig. Und ich habe noch einen letzten Gedanken, aber den hebe ich mir jetzt auf, damit jetzt jemand anders sprechen darf. Ich wollte einfach nochmal genau mit diesem Fließbandbeispiel einhaken. Amazon hat in den USA und in England an zwei, glaube ich, Verpackungszentren angefangen, sich zu überlegen, wie kann man diese mega langweiligen, monotonen Jobs interessanter gestalten und hat eine Gaming-Ebene drüber gelegt, indem sie ein Screen aufgestellt haben und Leuten praktisch vorsimulieren, dass jedes Mal, wenn sie ein Päckchen richtig zuteilen, dass dann ein Stein gelegt wird in einem Schloss, was sie bauen. Ja. Ist es nicht wünschenswert, so eine Arbeit interessanter zu gestalten? Oder doch. Ich fände es noch besser, wenn natürlich, wenn man den Leuten mehr Geld zahlen würde, dann wären sie wahrscheinlich... Das ist auch eine Form von Gamification. Ja? Also man kann den Leuten auch einfach Geld geben, ja, statt Sternchen. Richtig. Also ich finde, wo ich es problematisch sehe, da bin ich ein bisschen bei Christian, ist tatsächlich, wenn Gamification genutzt wird, um zu sagen, arbeite doch bitte noch mehr. Also wenn das so ein bisschen so dieses Element eigentlich nur bekommt, wenn du noch mehr arbeitest, dann bekommst du noch mehr Punkte. Und dadurch, der Unterschied, den ich halt doch bei dem Videospiel eben auch sehe, ist, es genügt sich selbst. Also ein gutes Videospiel, das hat keinen höheren, so wie Kunst auch, keinen höheren Zweck. Es genügt sich selbst und es ist einfach, wie das Spiel schon immer, es existiert für sich und es ist dann auch wieder weg, wenn es zu Ende ist. Und das ist halt, wenn diese Elemente genommen werden, die in einem Spiel gut funktionieren, die können sich halt mit der Arbeit beißen, weil Arbeit ist genau Gegenteil von Spiel. Das machst du nicht als Zeitvertreib, wenn man so möchte, sondern das machst du immer zielgerichtet so. Und ich finde, da kann sich das eben sehr schnell beißen, Arbeit und Gamification. Ich glaube, Philipps Liste an gegen aber länger, aber vielleicht machen wir, ja? Also, so wie du das gerade dargestellt hast, ist das ganz schön reduziert, muss ich leider sagen. Oder andersrum, Gamification bietet viel, viel mehr als das, was du, das ist auch ein Bereich, ein Teil von Gamification. Aber es gibt auch Gamification-Tools, die in Unternehmen eingesetzt werden, wo man klassisch an einem Workshop teilnimmt, um Fortbildung zu machen und dann mit Gamification das Wissen immer wieder auffrischen kann, nach seinem eigenen Tempo, nach seinem eigenen Wissen, individuell angepasst. Und verschiedene Unternehmen, die das eingesetzt haben, haben festgestellt, dass sie nach einem Jahr die Kollegen, also die Mitarbeiter, die mit Gamification, die Workshop-Inhalte ein Jahr lang immer wieder halt auffrischen konnten, nochmal sich das anschauen konnten, dass sie 80% des Wissens anwendungsbezogen hatten und die nur an einem Workshop teilgenommen haben, klassisch, wie wir das wahrscheinlich, wie viele von uns das kennt, 20% nur des Wissens hatten. Also wenn man so Gamification einsetzt. Ja, aber das ist halt Didaktik. Ja, natürlich. Ja, aber das ist dann so. Aber das ist Gamification. Ja, okay. Klar, es besteht nicht nur aus diesem Punktesystem, das möchte ich damit sagen. Die Palette ist vielfältig. Philipp? Okay, also kurz zu dem, was du gesagt hast. Die Liste. Nee, ist ja okay. Das sind ja auch valide Punkte. Klar kannst du natürlich auch sagen, man kann gewisse Prozesse beim Unternehmen direkt verbessern und muss nicht versuchen, sie attraktiver zu machen, wenn sie langweilig sind. Es gibt einfach im Arbeitsleben so viele Sachen, die müssen gemacht werden. Und da geht es ja nicht darum, also den Fall, den du nennst, von wegen, das Unternehmen möchte, dass die Leute mehr arbeiten. Den Fall kenne ich nicht, den kriege ich selten. Es geht meistens darum, es gibt halt Inhalte, die müssen kommuniziert werden. Die Leute müssen halt bestimmte Sachen lernen. Die müssen halt Argumente lernen, um Reifen zu verkaufen oder was auch immer. Und das ist ja nur die Frage, wird das in Form einer Schulung gemacht, so wie du gesagt hast, oder wird das halt denen cooler vermittelt? Und ich glaube, am Endeffekt ist es dann für denjenigen, der da am Ende der Kette ist und irgendwie diese Inhalte sich draufschaufeln muss, trotzdem besser, wenn er das auf eine Art kommuniziert bekommt, dass er da Spaß dran hat. Also ich glaube, dieses dystopische Bild, das klingt für mich dann wieder so ein bisschen nach so einem Vorurteil, kann ich mir gut in einem Film oder Buch oder Spiel vorstellen, von wegen der große böse Konzern, der möchte, dass die Leute 24 Stunden nur noch arbeiten und so ein bisschen Matrix-artig gar nicht mitbekommen, dass sie arbeiten und denken, sie wären in einer anderen Welt.
Also würde ich persönlich sagen, ist relativ weit weg von der Realität, die ich so kenne, von den Wünschen und Zielen der Unternehmen oder Bildungseinrichtungen, die Gamification einsetzen wollen. Der andere Punkt, klar, du hast natürlich manchmal Prozesse, wo du selber sagst, okay, gut, da kommt jetzt mit Gamification auch nicht weit, das ist einfach so eine langweilige, ja, irgendwie, es ist so eine langweilige Aufgabe, die wird auch nicht cooler dadurch, dass man da ein paar Elemente reinmacht. Dann sagen wir den Kunden häufig auch, geht mal lieber an eure Prozesse direkt ran. Aber in den allermeisten Fällen, glaube ich, sind es Aufgaben, die man schon mit spielerischen Elementen cooler machen kann. Man muss halt weggehen von diesem, man gibt denen einfach Punkte und macht ein Ranking. Aber das ist auch wirklich so diese Gamification-Vorstellung, wie sie irgendwie vor 10 Jahren mal in den Feuilletons war und wie sie dann wiederum vor 5 Jahren in Feuilletons überall niedergemacht wurde, von wegen Gamification is over. Das war noch nie gute Gamification. Gute Gamification ist immer, dass ich irgendwie ein cooles Spiel mache und nicht einfach jemandem Punkte gebe und dann kriegt er mehr neuen Platz in der Highscore oder kriegt noch ein Abzeichen. Das sind natürlich die langweiligsten Gamification-Elemente. Also wenn ich kurz da, ich glaube auch tatsächlich, im besten Fall ist Gamification eben eine Möglichkeit, tatsächlich Schwellen zu senken und Arbeitsprozesse oder auch Lernprozesse zugänglicher zu machen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass die Bahn benutzt teilweise VR-Brillen, also Virtual Reality, damit die Mechaniker und Mechanikerinnen lernen, Züge zu reparieren in der virtuellen Realität oder tatsächlich auch, dass es teilweise in der Chirurgie eingesetzt wird, dass halt in Virtual Reality gelernt wird, wie man eben mit Operationen macht. Also ich denke, in diesen Fällen ist das genau das Gute. Also ich meine, das war jetzt eben, was ich beschrieben habe, war eben genau den negativen Aspekt, den ich in Gamification sehe, der passieren kann. Und ich meine, das, was du gerade gesagt hast, in Amazon, finde ich, also wenn ich ein Bildschirm vor mir hätte, wo man sich eine Burg aufbaut, dass ich also meine einzige Möglichkeit wäre dann zu kündigen, wenn ich, also ich würde unter solchen Bedingungen nicht arbeiten wollen, aber das ist, wie du schon sagst, das sind halt Auswüchse, die, wo man, glaube ich, aufpassen muss, dass sie nicht kommen, weil ich glaube tatsächlich, wenn du sagst, es ist das Billigste natürlich Punkte, aber es ist trotzdem was sehr Beliebtes tatsächlich, einfach Menschen Punkt zu geben, zu sagen, so der die besten Punkte hat, ist dann der Mitarbeiter des Monats. Und, aber vielleicht gilt ja dann einfach so der Grundsatz, gut bezahlte, faire Arbeit ist gute Arbeit und alles andere kann auch nicht durch natürlich, natürlich, egal, das ist das ja. Ja, wie gesagt, wenn ich was koche, wird da auch Glutamat nichts dran ändern. Das wird trotzdem. Das ist halt, also ich finde, natürlich kann man irgendwie den Gamification-Begriff auch sehr weit dehnen und ich finde, das wird hier ein bisschen getan, weil das ist, also ich weiß, dass das nur ein Teil ist, aber darum ging es eben damals. Und ich finde halt, ich meine, das ist ja ganz interessant, weil wenn ich mir so an mein Politikwissenschaftsstudium erinnere, dann wurde immer gesagt, Arbeit muss für die Menschen 3 Dinge erfüllen. Ja? Struktur, Sinnsuche und Identität. Und wenn man sich dann diese Gamification-Sachen anschaut, oder das, ja, vielleicht kommt da noch ein bisschen was dazu, aber wenn man sich die Gamification anschaut, dann sind das, ja, dann sind das eigentlich genau diese 3 Sachen, die da so drinstecken. Also Gamification-Elemente können die eigene Arbeit strukturieren, das passiert dann eben bei Amazon und sie können dem auch Sinn verleihen, weil vielleicht dann ist halt der Sinn der, irgendwie bei Amazon hier, was war das jetzt, irgendwie die Würfel voll zu machen. Und vielleicht macht das dann auch was mit der eigenen Identität, wenn ich der Beste darin bin. Ja, also und das finde ich halt, also da wäre mir das schon lieber, wenn wir versuchen würden, diese 3 Dinge ohne Gamification, sondern tatsächlich die Arbeit so zu gestalten, dass sie das ermöglicht. Ja, ich weiß, vielleicht habe ich hier hohe Ansprüche, aber auch so, wir nicht. Ja. Ich finde, dass es sehr, sehr reduziert ist. Wenn ich zum Beispiel mir das angucke, dass Chirurgen mit solchen Gamification-Tools in der Ausbildung halt lernen, dann ist mir das lieber, dass sie so lernen, anstatt dass sie am menschlichen Körper lernen. Ja, aber das meine ich mit dieser... Die Lufthansa setzt auch für ihre Piloten so Katastrophensachen ein, wo sie in Katastrophensituationen trainieren können, wie sie reagieren. Und auch da wird Gamification-Tools eingesetzt. Ich verstehe nicht, also ich meine, wenn jetzt schon der Flugsimulator zum Gamification... Nein, nicht der Flugsimulator. Oder ich meine, natürlich ist das super, ich war letztens auf der Augmented Reality Expo, natürlich ist es super, so eine Brille aufzuhaben und den Motor zu reparieren, aber wo ist da die Gamification? Nein, das ist nicht Serious Games, was die einsetzen, das ist nicht Gamification, da stimme ich dir zu, sondern ein Serious Games, was extra für so eine Situation von der Lufthansa entwickelt wurde. Dann müssen wir uns auch darüber einigen, über was wir sprechen. Das stimmt. Und ich glaube, das ist total gut, dass wir da auch differenzieren, weil natürlich eröffnen digitale Räume total viele neue Möglichkeiten, was sozusagen die Spielmechanismen sind, die tatsächlich darin stattfinden. Ist die Frage, ein Bereich,
wo ich immer dachte, so, ah, da gucken doch bestimmt große Unternehmen total drauf, ist diese ganzen Teams, die sich dezentral bilden, wenn man gemeinsam irgendwelche Riesen-Weltraumschiffe aufbaut mit Leuten, die man noch nie kennt oder irgendwelche Strategie-Battles führt mit Hunderten von Menschen, die ich auch niemals in meinem Leben sehen würde, ob man sich nicht solche Prozesse anguckt, gerade wenn ich große Firmen leite mit dezentralen Kooperationsprozessen, irgendwie gucken will, wie kann ich da Teamarbeit anders gestalten. Mhm. Passiert sowas bei dir? Ja, also es sind natürlich schon, wenn ich ja meine, wir haben ja häufig Kunden, die halt sehr weit verteilt sind und das sind schon Spiele, die häufig dann über die Landesgrenzen hinaus funktionieren und wenn dann, also wir haben für Bosch letztes Jahr was gemacht, das Spiel liefern Vietnam bis China, das sind schon Leute, die sonst nie miteinander zu tun hätten, die jetzt durch dieses Spiel miteinander verbunden sind, sowas wird durchaus gemacht und da ist es auch sinnvoll, man muss immer, ich glaube diese Vorstellung, die wir als Game-Fans von Spielen haben, ist schon relativ weit weg von dem, was in so einem Unternehmen dann gemacht wird, weil du musst natürlich schon gucken, dadurch, dass du so eine breite Zielgruppe hast, darfst du die nicht zu weit in irgendwelche Fantasiewelten oder so schicken, weil du hast natürlich nicht Gamer als Zielgruppe, sondern eine Zielgruppe, wo sicherlich 10-20% sagen, dass sie Spiele gar nicht leiden können. Und wenn du es am Ende schaffst, dass die Leute sogar Bock haben, sowas zu machen, das ist eigentlich die wirkliche Herausforderung. Und dann darfst du halt nicht so viel mit Raumschiff geht vielleicht noch, ne? Aber dann darfst du jetzt halt nicht mit Magiern und Portalen oder sowas kommen, sondern musst immer gucken, dass du irgendwas machst, was möglichst viele Leute abholt, die einen ganz unterschiedlichen Zugang zu Spielen haben und auch Spiele unterschiedlich wertschätzen. Von dem, der sehr gerne spielt, bis zu dem, der sagt, hör auf mit Spielen. Mich faszinieren auf jeden Fall solche Spiele, wo sehr viele Menschen sehr viel Zeit dran verbringen und sehr komplexe Dinge zusammentun, die sie vielleicht als Einzelne eben so nicht tun würden oder in individuell spielen irgendwie vielleicht anders agieren würden. Und ich würde gerne nochmal sozusagen, wir haben jetzt viel über Spielkultur im Arbeitsumfeld geredet und das Ganze aber nochmal umdrehen, weil da sitzen ja Menschen, wie gesagt, sehr viel Lebenszeit mit sehr viel Passion in bestimmte Aufgaben rein. Du hast über dieses Phänomen so ein bisschen gesprochen, das ist ein breites Phänomen, vielleicht können wir es so ein bisschen auseinandernehmen in seine einzelnen Bestandteile, Workification von Arbeit, dass wir eigentlich nach Hause kommen, nach 8 Stunden Arbeit, der Ingenieur hat vielleicht an irgendwas gebaut, setzt sich hin und baut sein Raumschiff weiter. Ja. Also das finde ich ja, also wirklich ein interessantes Phänomen, das mit der Workification. Also eigentlich das Gegenteil von Gamification, wenn nämlich quasi Dinge, aus denen man aus der Arbeit kennt, Arbeitsmechanismen ins Spiel Eingang finden. Und da gibt es so viele Beispiele. Also hier in Deutschland sind ja die Simulatoren wahnsinnig beliebt. Also der Landwirtschaftssimulator kennt vielleicht der ein oder andere. Omnibus-Simulator 1 und 2, Hochseefischen, die Simulation, Bergbausimulator, Trambahnsimulator, U-Bahn-Simulator, Holzfäller-Simulator, nicht zu empfehlen. Das sind so Spiele, das finde ich total interessant, weil die heißen dann so Holzfäller-Simulator 2014. Ja, und dann haben die so eine Schrift, wirklich so ein bisschen wie so ein Office-Paket. und Office heißt ja auch mal so Office 2010 und so. Und dann gehen die halt da so in den Mediamarkt, wollen vielleicht einen Drucker kaufen und dann sehen sie Holzfäller-Simulator 2014. Und dann kaufen sie sich den. Und das, also diese ganze Ausstrahlung des Spiels ist, hier wird gearbeitet. Und dann kommen die nach Hause nach einem harten Tag und arbeiten erstmal weiter. Und das finde ich wirklich interessant, also generell, wie viel Berufe in Computerspielen simuliert werden. Also ich habe von Death Stranding ja erzählt. Ich meine, ich bin 70 Stunden bin ich durch die Pampa als Paketbote gelaufen. Oder eben du, Chidem, mit dem, also auch das ist ja ein Beruf, also Passkontrolleur. Also dass dort unglaublich oft Berufe simuliert werden in Spielen. Aber wenn wir uns das dann jetzt von der mechanischen Ebene anschauen, dann wird es meines Erachtens noch interessanter. Weil was ist das, was wir in Spielen denn eigentlich machen? Also zum einen lösen wir Probleme, deswegen bringen Spiele ja auch so viel. Aber vor allem ist es ja so, dass wir immer Aufgaben erledigen und Missionen erledigen. Und die da irgendwie abarbeiten. Und hier ist irgendwie die Karte, ich bin jetzt hier im Ägypten irgendwie 2000 Jahre vor Christus und ich muss dort eigentlich arbeiten und dieses ganze Zeug erstmal abarbeiten, die ganzen Missionen machen, ja, bei Assassin's Creed. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Interessante und dass sich dann, und das kann natürlich dann auch kippen, nämlich dann, wenn man dann plötzlich merkt, ja, vielleicht arbeitet man hier wirklich, anstatt zu spielen. Also mir ging das zum Beispiel so bei World of Warcraft. Mhm. Ja, also Spiel kennt vielleicht der ein oder andere oder hat vielleicht auch der ein oder andere lang gespielt. Was ist ein Spiel, das man lange spielt? Und da war es zum Beispiel so, ich war da in so einer Gilde und da irgendwann hieß es ja, ich muss da um 18.30 Uhr mich da einloggen
Und dann werden hier die Aufgaben verteilt und dann bis 22 Uhr hat man da seine World of Warcraft-Schicht und am Ende schauen wir mal, ob wir dem Drachen hier irgendwie diesen super tollen goldenen Brustpanzer hier abnehmen können auf unserem Raid. Und da ist bei mir wirklich so ein Schalter umgelegt worden und ich dachte mir so, was mache ich hier eigentlich? Und das ist eigentlich nicht mehr Spiel, sondern das ist für mich Arbeit. Und das ist nämlich noch vielleicht ein letzter Gedanke, den ich mir vornehmlich sagen wollte. Also ich bin der vollen Überzeugung übrigens, dass eben, wie ich gesagt habe, Computerspiele was bringen. Ich finde es aber wichtig, das auch nicht immer darauf zu reduzieren. Also ich fände es sehr schön, wenn es Bereiche in der Gesellschaft gibt, die vielleicht einfach auch sinnlos sind oder Muße, um das jetzt mal positiv zu sagen. Ja, vielleicht ist es nicht unbedingt im ersten Moment sinnvoll, 3 Stunden damit zuzubringen, mutierte Riesenkakerlaken in einer Science-Fiction-Welt abzuknallen. Ja, aber vielleicht hat das was mit Muße zu tun. Und ich finde, das können uns ja Computerspiele vielleicht auch zeigen, dass das vielleicht auch völlig okay ist, mutierte Riesenkakerlaken abzuknallen, 3 Stunden. Und dass wir uns solche Bereiche, und das darf man, hoffe ich, im Arbeitsministerium auch sagen, ja, dass das wichtig ist, dass wir uns solche Bereiche irgendwie auch zurückerobern und halten. Ja? Wie sehen es die anderen? Also wenn wir jetzt mal festhalten, Arbeit wird immer verspielter, Spiele werden immer workified sozusagen, verarbeitet, ist das das richtige Wort, möglicherweise. Wenn diese Grenzen also verschwimmen, was gibt uns das und wo nimmt uns das was weg? Also kann man ja so oder so sehen, wie du es gerade schon ganz gut beschrieben hast. Also verlieren wir da mehr, als wir gewinnen oder ist es andersrum? Ach Gott. Also bedauert ihr es? Also bedauert ihr ja. Dieses Verschwimmen der Grenzen oder findet ihr das? Ich habe das ehrlich gesagt noch nie so betrachtet. Also jetzt, wo Christian das so ausgeführt hat, habe ich gedacht, wow, interessant, so kann man das also auch sehen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich in Büchern, Romanen? Da ist man doch auch als Held, hat man doch auch einen Beruf, was man ausübt. Wenn man Krimi liest, ist man dann entweder ein Mörder oder der Hauptkommissar. Das ist ja auch ein Beruf. Total anstrengend. Auch anstrengend. Oder man ist Barkeeper oder sonst dergleichen. Das sind ja auch alles Berufe. Aber so würde man Literatur nie betrachten. Ja, aber es gibt ja wenig so Alltags. Also ich meine jetzt irgendwie ein Buch. Du meinst die Holzfäller? Ja, Holzfäller Simulator, das Buch. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Also, ich möchte das vielleicht auch selber ein bisschen relativieren, was ich gesagt habe, weil es ist natürlich ein bisschen Polemik, weil man kann ja schon verstehen, warum Leute den Holzfäller Simulator 2014 auch spielen. Also, es sind natürlich auch in gewisser Weise eskapistische Fantasien, ja. Also, vielleicht jetzt nicht irgendwie. Die wollen einfach mal an dieser fetten Maschine sitzen. Ist es das ja, wirklich, und ist es dieser Eskapismus, weil ich, was, als du darüber eben gesprochen hast, was mir total präsent ist, ist einfach der Gedanke, das machen wir von klein auf. Ja, ja, Kinder das, spielen unheimlich ja. gerne Berufe. Mhm. Und liegt das ja, noch ein bisschen in der Natur des Menschen sozusagen, in diese Rollen reinschauen zu wollen, aber eben auch dieses Produktivitätsgefühl irgendwie ausleben zu wollen. Genau, das ist das ja. Also ich meine, es ist ja jetzt bei den Sachen, die wir, diese Spiele werden vor allem von Männern gespielt, ja, und es sind immer große Maschinen, die es da zu steuern gibt und das will man einfach ausprobieren und wenn man sich in dieser Szene umschaut, des Landwirtschaftssimulators, da kann man ein bisschen drüber lächeln, aber es ist eine hochinteressante, faszinierende Szene, also wie die da ihren Acker bestellen und was sie da so bauen und machen und ich meine, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagen dann, hey, ich wollte schon immer, also ich will sehr ungern Bauer werden im realen Leben, aber hier abends auf meinem Tracker, die Sonne geht unter und ich ernte da mein Feld in Niedersachsen ab, ja. Das ist einfach total gut. Und darüber muss man, also ich mache mir ein bisschen lustig darüber, aber eigentlich muss man das nicht, weil das ist voll okay. Mhm. Voll okay. Man kann sich einfach ausprobieren, ne? Natürlich. Da sind wir, glaube ich, halt wieder bei dem Punkt, was ich vorhin mal meinte. Wir haben halt, jeder von uns hat halt einfach bestimmte Sachen, bestimmte Treiber, die für uns wichtig sind im Leben. Und wenn es für den einen ist, dass er irgendwie zum Beispiel jetzt irgendwie immer seinen Fortschritt kommuniziert haben möchte, dann ist das bei dem in einem Spiel genauso wie auch im echten Leben. Das heißt, das ist auch jemand, der sich halt auch für seine privaten Dinge vielleicht gerne eine Checkliste macht, wo er immer wieder was abhaken kann. Ja? Manche Leute sind super strukturiert, die machen dann auch in beiden Bereichen, suchen sie sich das halt so raus. Deswegen finde ich es nicht verwunderlich, dass häufig dann Arbeit und Spiel
Spiel da zusammenfinden, weil das alles darauf beruht, was machen wir gerne. Und diese Beispiele, wie du sie auch nennst, ist eben auch so ein klassisches Phänomen, dieses ich habe mal was aufgebaut und ich jetzt muss ich aber auch hin um 18.30 Uhr, wenn die Gilde mich ruft, oder ganz krass natürlich bei diesen Farmspielen, wenn irgendwie der Weizen halt um 2 Uhr nachts geerntet werden muss, da sitze ich teilweise mit irgendwelchen Bankvorständen und die geben zu, dass sie nachts um 2 Uhr sich in den Wecker stellen, um den Weizen zu ernten, weil sie einfach so in diesem Spiel drin sind. Und das sind solche Mechanismen, so eine Art, ich habe mir was aufgebaut, jetzt muss ich das auch abarbeiten. Das ist dann so eine Art von Pflichtgefühl wiederum, das ist beim stärker ausgeprägt als beim anderen. Ich glaube, das ist nicht verwunderlich, dass solche Sachen dann relativ ähnlich sind im Arbeitsleben wie im Spielleben, weil wir einfach unterschiedlich ticken, unterschiedliche Vorlieben haben und das in allen Bereichen dann ausleben wollen. Ich glaube, was sehr spannend ist, ist auch, dass man in Rollen schlüpfen kann, die man so im normalen Leben nicht machen kann. Diese Faszination, einen Beruf oder eine Rolle auszuüben, weil beim Spiel ist man ja interaktiv dabei. Man entscheidet, ob man diesen Weg geht oder diesen Weg geht. Man kriegt das Gefühl, dass man das gestalten kann, dass man das machen kann. Wenn ich einen Roman lese, dann klar, im Kopf spielt sich das alles ab, aber diese eigene Erfahrung, diese Selbstwirksamkeit, ich glaube, das ist auch das Faszinierende, warum man so ein Spiel wie Holzfäller 2014 dann spielt, weil man einfach diese Erfahrung hat. Und dass das dann halt so als Arbeit angesehen wird, es ist so faszinierend, weil es beides tut. Ne? Du hast eben sehr schön geschrieben, oder du auch vorhin, dieser Eskapismus, die Imagination, ich kann in jemand anders schlüpfen, ich kann ganze Welten erschaffen, aufbauen, dieses große in die Welt hinausgedachte. Auf der anderen Seite habt ihr auch sehr schön beschrieben, oft sind es ganz mundäne, alltägliche, fast monotone Tätigkeiten, die ich dann in diesen Spielen absolviere. Mhm. Und man könnte ja auch irgendwie sagen, in unserer sehr komplexen Gesellschaft, unseren sehr komplexen Alltagen mit Informationsüberflutung ist das vielleicht auch ein Bedürfnis, dieses sich wiederholende Monotone. Und irgendwie ist ja beides dabei. Mhm. Ne? Ich denke, dass tatsächlich auch bei Videospielen gerade deswegen so gut greift es, weil es kein kapitalistischeres Medium als dieses. Also einerseits erstens, weil es selbst in einer Zeit entstanden ist, wo, also es hatte nie eine vorkapitalistische Zeit, das Videospiel, also es gab nie eine Zeit, in der nicht der Kapitalismus herrschte, wo dieses Medium gab, aber auch, weil Videospiel als solches funktioniert eben dadurch, dass du ein Ziel erreichst, dass du bestimmte Punkte bekommst, dass du besser als andere bist, dass du also, du hast immer diesen Gedanken damit drin, sowieso schon diesen Antriebsgedanken, weswegen ja auch Gamification funktioniert, weil er genau auf diesem basiert, dass du besser bist als andere. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch einfacher in einem Spiel eben solche sowas wie Workification einzubauen, weil es sowieso schon in ganz vielen Videospielen einfach die Grundstruktur ist. Was ich auch nichts Schlimmes finde. Also ich finde durchaus, wie du sagst, in Assassin's Creed irgendwie Missionen abklappern. Das haben einige Leute eben, weil es auch sowas Monotones und sowas fast schon Hirn ausstellen und einfach nur dieses Abarbeiten, finde ich, das ergänzt sich einfach sehr gut mit diesem Medium. Und das meine ich jetzt gar nicht mal im kritischen Sinne von, es ist fies kapitalistisch, sondern einfach die Grundstruktur von Spielen generell und von Videospielen erst recht basiert vor allem darauf, Punkte anzusammeln, ein Ziel zu erreichen, besser als andere zu sein, und deswegen geht das, glaube ich, Hand in Hand. Ich weiß nicht, also ich finde, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was das für ein Spiel ist und was man gerade machen will. Also ich finde, weißt du, wenn du Diablo 3 spielst und du hörst einen Podcast dazu, weißt du dann, das ist genau so ein Spiel, das ist halt sehr dumm. Also es ist einfach ein sehr dummes Spiel und da könnte ich es von mir nicht rechtfertigen, das zu spielen und nicht irgendwie Podcast dazu zu hören. Aber ich finde das total entspannend in dieser Kombination. Und da machen mir diese ganzen Arbeitssachen und diese ganzen Ziele und dieses ganze durchgamifizierte Ding dann nicht so viel aus. Hm. Trotzdem gibt es aber eine Kritik, die ich teile, an genau dieser vollgekleisterten Assassin's Creed-Karte, an diesem ganzen Bullshit mit einer Mission nach den anderen. Und man stellt sich schon die Frage, zu Recht auch viele Game Designer, hey, können wir das nicht anders machen? Klar. Können wir Leute nicht anders motivieren, das zu spielen? Können wir nicht? Ich meine, bei World of Warcraft ist es ja so krass in a nutshell, weil man hat dort diese riesige Fantasy-Welt, also mehr eskapistisches Fantasie geht nicht. Und was macht man dort? Man trifft sich um 18.30 Uhr wie zur Arbeit. Und da muss ich sagen, also da gibt es, sagen wir, aus der Spieleszene viel Kritik an solchen Sachen. Und ich wünsche mir, dass die noch unüberhörbarer und größer wird und dass auch Game Designer da neue Wege finden, die sie ja zum Teil auch schon gefunden haben, um uns halt schöne Erfahrungen jenseits der Arbeit in unserer Freizeit kreieren. Und vielleicht das Explorative ein bisschen mehr fördern als das kapitalistisch durchgetaktete. Es ging schon ein Raunen durch den Raum. Also, weil wir wünschen uns jetzt nämlich, dass das Publikum, dass uns komplett
unsichtbar irgendwo im Schatten dieser Scheinwerfer entgegenstrahlt. Jemand macht es uns einfach und hat direkt schon eine Hand. Gerne beteiligt und es gibt sogar ein Mikrofon. Gerne kurz vorstellen. Mats Pankow unter anderem, aber heute hier für das Innovationsbüro vom Bundesfamilienministerium. Was ich total spannend fand, ist, dass so am Anfang aufkam, ja, gute Gamification, schlechte Gamification, vielleicht sollten wir die Arbeit besser machen und keine Belohnungssysteme einführen. Okay, haben wir verstanden, dann kamen wir irgendwie dazu, wie macht man eigentlich Arbeit besser? Ne? Und das ist so eine Frage, die für mich noch nicht so richtig aufgeklärt ist. Und ich glaube, ein Hinweis liegt aber in diesen Arbeitssimulationen. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen diese Arbeitssimulationen gut, wenn sie jetzt nicht irgendwelche Highscores oder Achievements nutzen, sondern wenn sie einfach offensichtlich, also mein Guilty Pleasure ist der Car Mechanics Simulator 2015. Super. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Autos auseinandergenommen und zusammengeschraubt und ich glaube, ich habe dafür Punkte bekommen, aber ich habe sie nicht gezählt. Das hat mich auch nicht interessiert. Was mich jetzt interessieren würde, ist, können wir nicht gerade aus diesen Arbeitssimulationen lernen, wie eigentlich gute Arbeit funktioniert? Es kann doch nicht sein, dass die Simulationen die Bedürfnisse, die wir haben, besser befriedigen als die Arbeit, die wir haben. Und das ist ja auch das, was du im Endeffekt gesagt hast. Ne, das scheint ja mehr zu sein, als nur Geld zu verdienen. Wir hatten jetzt so ein paar Ansätze. Ne? Ist es das Monotone? Ist es der Eskapismus? Ist es mal große Maschinen fahren zu dürfen? Ist alles ein bisschen unbefriedigend. Also ich glaube, das war irgendwie für mich dann doch mehr, ohne es konkret beschreiben zu können. Seht ihr denn irgendwo in diesen Arbeitssimulationen Hinweise darauf, wie Arbeit eigentlich sein müsste, damit wir sie gerne machen, ohne jetzt irgendwelche Achievements. Ich meine, hat es ja auch gesagt, ist gar nicht das Ziel. Ja. Also ich würde eine Gegenfrage stellen oder deine Frage aufgreifend eher dann sagen, es wäre viel spannender, mal ein Spiel zu entwickeln, wo man die Meinung der Leute einsammelt, was ist für sie gute Arbeit, was zeichnet, also was motiviert mich. Es gibt nämlich ein Spiel, was von der Deutschen Telekom entwickelt worden ist, da geht es um die Demenzforschung und da haben die weltweit über 3 Millionen Menschen befragt mit einem Spiel, wo sie halt dafür 9000 Jahre gebraucht hätten. Und diese Daten haben die dann ausgewertet und sind einen Schritt weitergekommen in der Demenzforschung. Ich weiß, dass dieser Vergleich ein bisschen hängt, aber das, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist einfach mal Daten zu sammeln. Was zeichnet, was macht in unserem digitalen Zeitalter wirklich gutes Arbeiten oder Motivation etc. aus? Was ist überhaupt digitale Kompetenzen? Wir reden die ganze Zeit darüber, über Mitarbeitermotivation, was ist gute Arbeit, aber wir haben keinerlei Daten darüber. Was brauchen wir für Kompetenzen in 10 Jahren? Wir reden darüber, dass Berufsfelder in 10 Jahren, was wir heute, wo wir die Leute ausbilden, die wird es in 10 Jahren in der Form gar nicht mehr geben. Was passiert mit diesen jungen Menschen? Und all diese Sachen, ich persönlich fände es viel spannender, solche Daten zu sammeln mit Spielmechaniken, mit Gamifications-Ansätzen oder mit Serious Games und daraus dann Folgerungen zu schließen. Ganz kurz noch als direkte Anmerkung, finde ich total nachvollziehbar und auch total gut. Ich muss dir gestehen, wenn du mich fragen würdest, was macht Arbeit gut, ich hätte keine Antwort für dich. Ich weiß, ich mache meinen Job total gerne, noch lieber schraube ich Autos. aber auch nur in der Simulation. Vielleicht habt ihr da doch irgendwelche anderen Mechanismen, die ihr da noch irgendwie erkennt, die man eben nicht per Datensatz erfassen kann. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Landwirtschaftssimulator wahrscheinlich auch bei weitem nicht so erfolgreich, wenn die Menschen, die da spielen, das in der virtuellen Realität tun müssten und tatsächlich schaufeln müssten und tatsächlich 12 Stunden stehen müssten, dann würden sie wahrscheinlich auch keine große Lust mehr. Also der große Unterschied ist halt, es ist ein Spiel tatsächlich und es hat, wie ich schon sagte, einen Selbstzweck. Es ist eben nicht Arbeit. Es ist das Gegenteil von Arbeit eigentlich. Auch wenn es Arbeit simuliert, es ist nicht Arbeit, weil du bekommst nichts dafür. Und deswegen glaube ich, was ja schon sowieso viel passiert ist, dass tatsächlich viel Transfer von Videospielindustrie und vor allem Videospielentwicklern und Entwicklerinnen, dass sie abgeworben werden von großen Konzernen, weil genau das eben ja ausprobiert wird. Okay, wie können wir durch gute Gamification und durch Mechanismen, die in Spielen funktionieren und durch die Ideen, die Entwickler haben, tatsächlich die auch anwenden. Also ich glaube, das passiert sowieso schon sehr viel, aber ich weiß gar nicht, ob unbedingt Arbeitssimulatoren der richtige Ansatzpunkt wären, um danach zu schauen, weil ich glaube, die funktionieren gerade, weil sie Arbeit simulieren, aber keine Arbeit sind. Deswegen funktionieren sie. Im Landwirtschaftssimulator wäre man halt ein Bauer. Also ja. Ja. Anstrengend. Das ist halt auch noch mal ein bisschen was anderes, was ihr jetzt beschreibt mit den Simulatoren, ist eigentlich, würden wir das nicht wirklich zu Gamification zählen, weil es ist im Deutschen mal ein bisschen schwierig, weil wir nur diesen Begriff Spiel haben. Im Englischen hast du ja 2 Begriffe dafür, nämlich einmal Game und einmal Play. Und da ist es so, dass ein
dass ein Game eigentlich dadurch definiert ist, dass du ein Spielziel hast, es gibt bestimmte Spielregeln, es ist unvorhersehbar, ob ich am Ende dieses Ziel erreiche, daraus entsteht diese Spannung des Spiels und ich habe einen Spieler, der das freiwillig spielt. Und der Unterschied zu dem, was wir Play nennen, ist eben, dass diese erste Komponente, dass es ein Ziel gibt, da eigentlich wegfällt. Also Play ist sowas wie Theaterspielen, als Kinder spiele ich mit der Puppe oder sowas. Und so wie ihr dieses Phänomen beschreibt, oder gerade du, der du sagst, hey, ist eigentlich scheißegal, was du für einen Punktestand hast, dir macht es einfach Bock, das ist ja eigentlich eher dieses Phänomen Play und weniger das Phänomen Game, wo es schon immer darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich würde dann als so ein Learning dann daraus ziehen, und es ist ja auch tatsächlich ein Trend zu sagen, man muss eigentlich nur nicht versuchen, also Gamifizierung ist eine Sache, man muss sogar noch mehr dazu übergehen, dass Arbeit mehr playful wird, also spielerisch im Sinne von, dass man mehr solche Tätigkeiten hat, wo man wirklich einfach an was spielt, und zwar ohne, dass man jetzt einem bestimmten Ziel hinterher hechelt. Was dann die konkrete Arbeit ist, hängt wahrscheinlich auch jeweils vom Job ab, aber ich glaube, so diese Denkweise, dass man guckt, mehr solche Freiräume den Leuten zu geben, wo sie wirklich einfach so vor sich hin spielen können, ist wahrscheinlich ein wichtiger Ansatz für die Arbeitswelt. Ist das nicht genau, also wie Design Thinking in die Arbeitswelt gekommen ist? Wir lassen Manager Magneten, damit ein anderer Teil ihres Gehirns aktiviert wird als im sonstigen Arbeitsalltag? Absolut. Klar, die haben inzwischen in den Konzernen, in den Räumen, wo sie Design Thinking machen, die sind voller Lego, und zwar nicht nur, um damit Prototypen zu bauen, wie beim Design Thinking, sondern auch einfach, weil die in Besprechungen dann mit ihren Autolister rumfahren und irgendwie dann vielleicht auf bessere Ideen kommen, wenn sie einfach so ein bisschen vor sich hinspielen. Also ich glaube, das kommt schon allmählich an. Also ich glaube, es gibt schon noch einen Bereich, wo man da genauer hinschauen könnte, und das ist, glaube ich, so die Ebene der Anerkennung. Also wenn wir uns solche Spiele wie World of Warcraft und so anschauen und uns überlegen, warum arbeiten die Leute dort, dann arbeiten die vielleicht gar nicht, um den nächsten tollen goldenen Lattenpanzer zu bekommen, sondern sie arbeiten da drin, weil sie eine Anerkennung bekommen, die sie sonst nicht bekommen in der realen Welt. Und das ist ja etwas, da könnte man vielleicht auch in der realen Arbeit was verbessern. Mhm. Ja, und sich das halt anschauen, wie das ja in Spielen hergestellt wird. Ja. Ja. Und die Anerkennung kommt vor allem durch Community. Tatsächlich, genau. Das ist, was halt in Videospielen existiert. Natürlich. Was am Arbeitsplatz eher weniger existiert, dass du eine Community hast, mit der du dich austauschen kannst, in der du dann eben auch diese Anerkennung bekommen kannst. Genau. Und die durchaus auch ein Dazugehörigkeitsgefühl vermitteln kann. Und ich glaube, das könnte durchaus ein Ansatz sein, der tatsächlich wichtig sein könnte. Ja. Absolut. Das ist ja tatsächlich spannend, dass man sagt, also wenn man sich Remote-Work-Zusammenhänge anguckt, wo Leute in Teams zusammenarbeiten, global, die sich nie treffen und sich trotzdem dann in so einer Art, im Slack-Channel meinetwegen, so ein digitales Zuhause ausbildet, also durchaus auch sozusagen so eine soziale Dimension sich herausbildet, die es anders nicht geben könnte. Ja. Ich meine, das ist ja eigentlich genau das, was auch in Spielen passiert, wenn man eben gemeinsam die World of Warcraft-Schicht sozusagen angeht, obwohl man sich vielleicht nie getroffen hat und auch nie treffen wird. Dieses Soziale ist sicherlich auch eine Sache, die man sich abgucken kann, ja. Man muss halt immer noch ein bisschen aufpassen, das sehen wir halt wiederum sehr, dass man solche Sachen da nicht eins zu eins kopiert. Also ich glaube, dass bestimmt, dass man viel davon lernen kann. Man muss halt immer gucken, wie man es auf seinen Zusammenhang überträgt. Ich sitze sicherlich alle 3 Wochen bei irgendjemandem, der mir sagt, wir haben uns jetzt eine super Idee für unsere Firma überlegt, wie wir jetzt Wissen intern im Konzern vermitteln. Und es funktioniert so, man spielt zu zweit gegeneinander über 5 Runden. Es kommen jeweils 3 Quizfragen, die kann man sich vorher in einer Kategorie aussuchen. Und dann erzählt er mir jetzt 5 Minuten, dann sage ich, ja, das heißt Quizduell, was du da beschreibst. Sagt er so, so, ja, aber das läuft doch super. Und dann müssen wir denen immer so klar machen, ja, wenn die Leute Bock haben, Quizduell zu spielen, dann spielen die halt Quizduell. Also nur weil ihr dann sagt, das ist jetzt das Quizduell von unserer Firma, heißt das noch nicht, dass das dann genauso gut funktioniert, wie das halt auch in dieser reinen Spielewelt funktioniert. Also ich glaube, man kann sich da schon sehr viele Mechaniken abgucken oder schauen, was da gut funktioniert. Man muss nur aufpassen, dass man es da nicht so 1:1 versucht zu übertragen. Oder Pokémon Go war halt auch lange Zeit immer so ein Ding. Da kommt irgendjemand vom Autokonzern, der sagt, hier, wir haben eine Autoersatzteile-App, wir hätten aber gern, dass die so funktioniert wie Pokémon Go und auch so erfolgreich wird wie Pokémon Go. Wie gesagt, ihr habt ja eine Autoersatzteile-App. gut, das wäre wieder, was du von meintest. Da muss man teilweise überlegen, ob man nicht doch eher schaut, dass die Produkte selbst attraktiver werden. Also da muss man halt immer gucken, dass man sich 1:1 überträgt, aber man kann sich schon viel abgucken. Was aber interessant sein könnte, es gibt Serious Games, wo Führungskräfte, potenzielle Führungskräfte das spielen, zum Thema Mitarbeitermotivation. Was mache ich, wenn mein Team halt nicht so motiviert ist und nicht die Zahlen bringt, woran kann es liegen und so weiter. Und das ist so ein Spiel, was
mehrere Unternehmen einsetzen, wo es wirklich darum geht, dass man so verschiedene Wege gehen kann und selber ausprobieren kann, wie kann ich meine Mitarbeiter so motivieren, dass ich das Spiel zu Ende spielen kann, weil man, wenn man das nicht schafft, dann ist das, hört das Spiel auf und man muss wieder von vorne anfangen. Und das sind auch sehr spannende, interessante Ansätze, um halt Teamleiter, Manager zu schulen und zu schauen, dass die halt motivierte Mitarbeiter haben, weil das ist ja auch das A und O in Unternehmen. Da gab es noch eine Meldung. Ja, genau, ich glaube auch. Ja, Hans und Alt, ich arbeite an der UDK. Es gab zwei relativ enge Vorgaben. Das eine ist Gamification, das andere ist das Bundesarbeitsministerium. Das hat euch natürlich Grenzen gezogen. Trotzdem würde ich die These formulieren wollen und gerne hören, wie ihr da widersprecht. So wie ihr über Spiel geredet habt, kann man nur in einer Arbeitsgesellschaft über Spiele reden. Der Einzige, der an der einen oder anderen Stelle mal versucht hat, überhaupt zu thematisieren, den Charakter eines Spiels, des unverbindlichen Tun als Obs, des Umgangs mit Unerwartetem, war der Kollege vom Zündfunk, der in ein paar Nebensätzen darauf hingewiesen hat. Ansonsten ist es eine reine Perspektive der Arbeitsgesellschaft auf das Spiel, das nach der Instrumentalisierung, nach der Nützlichkeit, nach gut oder böse, nach schädlich oder nützlich fragt. Das ist kein Spiel. Gab es noch eine Frage oder wir nehmen das erstmal so als Kommentar hin? Gab es noch andere Fragen? Können wir nicht so was zu sagen? Ihr könnt natürlich sehr gerne was dazu sagen. Also kann ich gar nicht widersprechen, aber das Thema ist halt Gamification. Und Gamification heißt der Einsatz von Spielelementen im Nicht-Spiel-Zusammenhang. Also ich würde höchstens widersprechen, es muss nicht die Arbeitswelt sein, es kann auch die Bildungswelt sein oder was anderes, aber wir reden über den Einsatz von Spielelementen im Nicht-Spiel-Zusammenhang. Das ist nun mal Gamification, deswegen, also man könnte uns auch einen Abend hinsetzen und über Spiele sprechen, aber dieses rein Zweckfreie ist bei Gamification weg, das ist klar. Diese Urkomponente des Spiels zu sagen, das Spiel, hieß es ja vorhin kurz, wenn es vorbei ist, dann ist es wirklich weg und es hat keinen darüber hinausgehenden Sinn. Das ist bei Gamification, diese Komponente des Spiels ist da weg. Weitere Wortmeldungen? Bert Butz, Bundesinstitut für Berufsbildung. Also ich fand den Abend bisher unterhaltsam, sehr kurzweilig aufgrund der Art der Beiträge. Aber ich wäre irgendwie auch ziemlich konturlos. Also im gewissen Sinne verstehe ich die Kritik, die eben kam. Aber es ist mich die Frage, was ist eigentlich ein Spiel? Wir haben die Elemente Wettbewerb, wir haben Arbeit, Spiel. Also mir ist nicht mehr klar, was eigentlich was ist. Was macht eigentlich ein Spiel aus Unterschied zur Arbeit? Spätestens wenn ein Gamer professionell spielt, macht er noch Spiele oder ist das Arbeit oder ist das Spiel plötzlich zur Arbeit geworden? Also worüber reden wir eigentlich? Wettbewerb ist ja nichts Neues, das haben wir schon immer. Spieltheorie ist ein klassisches Element der Wirtschaftstheorie. Hat ja auch seine Gründe. Oder wenn wir im Bereich sind der Organisationsentwicklung mit Mikropolitik, geht es auch um Regeln und dann die Autoren sprechen ja auch mal, es werden Spiele gespielt und man spielt seine Machtspielchen oder sonst was. Was ist eigentlich jetzt ein Spiel, was das Gamification ausmachen würde, im Unterschied zu den anderen Aspekten, die eben genannt worden sind? Du hast eben eigentlich ganz schön differenziert zwischen Game und Play. Ja. Würdest du es nochmal kurz zusammenfassen? Genau. Also darüber machen wir uns schon viele Gedanken. Also Spiel, würden wir so definieren, hat 5 wichtige Komponenten, dass ich von einem Spiel sprechen kann. Es gibt ein Spielziel. Es ist unvorhersehbar, ob ich dieses Ziel erreichen kann oder nicht, weil ich Spielregeln habe, die dafür sorgen, dass es schwieriger oder leichter sein kann, dieses Ziel zu erreichen. Ich brauche einen Spieler dafür, klar, der dieses Spiel spielt und der muss es freiwillig machen. Und freiwillig ist schon, da kommen wir in diesen Bereich, was Sie gerade auch erwähnt haben, ist bei Gamification dann schon wieder kritisch. Aber das würde ich sagen, sind die 5 Elemente, die ein Spiel, die ganz essentiell sind in einem Spiel. Und da haben wir uns lange Gedanken gemacht, weil wir wirklich alle Spielformen, die es so gibt, versucht haben zu untersuchen und zu schauen, was sind Elemente, die wir wirklich überall finden. Wettbewerb nicht zum Beispiel. Mhm. Es gibt genug Spiele, die ich, einfachste Spielform ist mal so ein Automat, vor dem ich bin oder sowas. Der funktioniert wirklich nur durch diese Elemente, die wir da haben. Ich will irgendwie, dass da 3 Kirschen in einer Reihe sind und es funktioniert eigentlich nur, weil es halt unvorhersehbar ist, wenn ich auf den Knopf drücke, kommen die 3 Kirschen oder kommt da auch eine Zitrone? So ungefähr. Und wenn man sich wirklich alle Spielphänomene anguckt oder das, was wir so Spiel nennen in unserer Gesellschaft, dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass das die 5 entscheidenden Elemente sind und der Unterschied zu Play, also diesem, im Deutschen haben wir die Unterscheidung ja nicht, im Englischen schon, wäre dann eben, dass dieses Ziel wegfällt bei Tätigkeiten, die man einfach dieses vor sich her spielen, mehr so spielen, wie wir es als Kinder verstanden haben, ich spiele jetzt nachmittags mit einem Freund, ohne dass ich jetzt sage, wir haben da einen Gewinner oder es gibt irgendein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und Gamification, weil es ein paar Mal hieß, Serious Games versus Gamification,
heißt eigentlich Gamification, wie gesagt, bedeutet, dass man einzelne Spielelemente auf diesen Nicht-Spiel-Zusammenhang überträgt. Das können, also man spricht von Gamification, wenn es eben kein komplettes Spiel ist. Also zum Beispiel sowas wie LinkedIn oder Facebook, was wahrscheinlich ja einige haben, wenn da schon überall solche Ladebalken kommen, jetzt zu 80% ist das Profil fertiggestellt etc. Das kann man schon als Spielelement nennen. Da kann man schon von einem leicht gamifizierten Produkt sprechen. Serious Game, da sprechen wir davon eigentlich, ich würde mal sagen, ist sowas wie 100% Game. Also bei Serious Game sind wir auch in einem Nicht-Spiel-Zusammenhang. Also wir machen, Serious Game ist jetzt nichts, das hat auch einen über dieses Spiel hinausgehenden Sinn, also man will irgendwas damit vermitteln, aber es ist eben ein Spiel von A bis Z. Es gibt diese fünf Elemente, die erwähnt sind, es gibt ein Ziel, es gibt Regeln und so, und bei Gamification, also Serious Game ist gleich, also Gamification und Serious Game ist nichts Unterschiedliches, auch nicht in dem Sinn trennscharf, sondern es ist halt eine Skala, und Gamification kann auch was sein, was viel weniger ist. Ein Serious Game ist aber natürlich auch durchgamifiziert, also das ist kein jedes Serious Game ist Gamification, aber Gamification ist nicht gleich Serious Game. Also ich Mike finde, bitte. Also ich finde, dass Sie in einem Relativsatz in Ihrer Frage was sehr Interessantes gesagt haben, nämlich Sie haben die Frage aufgeworfen, wie ist das denn, wenn jemand professionell spielt? Ist das Spiel oder Arbeit? Ich habe vorher erzählt, dass ich Death Stranding gespielt habe. Ich bespreche seit 7 oder 8 Jahren Spiele für den Deutschlandfunk. In der Situation, bei dem Spiel war es so, weil es ja von einem Auteur ist, dass man rezensieren durfte, erst wenn man das Spiel durchgespielt hatte. Ich habe quasi das Spiel vorher bekommen. Ich meine, ich habe auch einen normalen Job beim BR. Und dann saß ich da abends und musste irgendwie es versuchen, dieses Spiel rechtzeitig durchzuspielen, um dann das Recht zu haben, meine Deutschlandfunk-Rezension darüber zu machen. Hättest du einfach auf die Veröffentlichung warten können. Ja, ich weiß. Egal, also ich meine, da ist halt das Sendedatum war halt da, und dann wurde der Beitrag eh verschoben. Das war dann halt egal, wurscht. Und plötzlich saß ich da und spielte quasi gegen die Zeit. Also ich hatte so ein klares Ding, ich muss dieses Ding irgendwie durchschaffen jetzt an diesem Wochenende. Und da habe ich dann gesehen, wie wahnsinnig schnell eben dann Spiel wirklich in Arbeit kippt, wenn eben der Zwang dabei ist. Mhm. Zwang, eine dieser 4 oder 5 Punkte, die du aufgezählt hast. Und das ist schon für mich das Zentrale, um was es geht. Und das merkt man genau in solchen Beispielen. Ich möchte trotzdem noch mal kurz auf den Herrn eingehen, der das vorher gesagt hat mit der Arbeitsgesellschaft, weil das ist schon etwas, was mich immer verwundert. Also wie sehr, unter welchem Komplex dieses Medium immer zu stehen scheint, dass es immer seinen eigenen Wert beweisen muss. Mhm. Also ich habe das wahnsinnig oft, also eben auch, man ist irgendwo im Studio zur Gamescom und da kommen immer dann dieselben Sachen, um halt dann zu erklären, dass das nichts Schlechtes ist, was man dort macht, dass das auch was bringt und ja auch in den Schulen, es stimmt alles. Also es stimmt alles, ist alles wunderbar. Aber ich glaube, man hört ja immer wieder, Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen oder sind erwachsen geworden. Sie sind erst dann wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wenn es genauso ist wie bei einer Fernsehserie, wo jemand sagt, ich habe die 70 Stunden durchgebinged und in der Kantine dann die Leute sagen, super, also echt cool, 5 Staffeln The Wire, wow. Oder wenn das ist halt wie ein Buch lesen und nicht die Frage nach dem Zweck gestellt wird. Niemand würde sich heute hinstellen und sagen, hey, also diese ganze Serienkultur, bringt die eigentlich was? Macht die jetzt irgendwie die Gesellschaft wertvoller? Und also wenn wir das erreicht haben, dann sind Spiele wirklich in der Mitte der Gesellschaft. Ja, und dann ernähren wir, glaube ich, uns auch im Kunstbegriff tatsächlich, wenn es nicht mehr eben darum geht, welchen Mehrzweck hat das Ganze jetzt, sondern es ist selbsterfüllend. Aber ist es da, also ich habe mal 2 ketzerische Sachen, die ich da einwerfen würde, ist es nicht so ein bisschen, ich würde argumentieren, in manchen Bereichen der Gesellschaft ist es das vielleicht schon, wenn ich jetzt aber 6 Stunden mich ans Spiel setze, würde ich das vielleicht genauso wenig am Pausenhof am nächsten Tag erzählen, wie dass ich irgendeine schlechte amerikanische Sitcom 6 Stunden gebinged-watched habe, weil ich einfach nicht das Ausmaß an Zeit sozusagen preisgeben möchte, was ich mit dieser Beschäftigung verbracht habe, aber eigentlich darin gar kein qualitativer Unterschied wirklich gesellschaftlich mehr gegeben ist. Vielleicht ist das, haben wir unterschiedliche Filterblasen. Vielleicht. Aber in meiner Filterblase ist das 60 Stunden Binge-Watchen von The Wire sehr viel anerkannter als das 60 Stunden. Ich glaube, wir haben tatsächlich leicht andere Filterblasen. In meiner Techie-Filterblase Also ist ich meine, okay, vielleicht kann man es auch, nicht so nicht ganz in dieser Rigorosität sagen, aber ich glaube, es ist klar, worauf ich halt hinaus will. Also dieser Rechtfertigungsdruck von Spielen, also dieses permanente sich vergewissern, dass das okay ist und dass das was Nützliches ist. Ich
finde, wie gesagt, das habe ich vorher schon gemeint, ist doch wunderbar, dass es noch Dinge gibt, die vielleicht, hoffentlich sogar, möglicherweise sogar völlig unnütze sind. Mhm. Ja? Ist doch schön. Mhm. Wir haben hier noch... Wir nehmen noch drei Wortmeldungen, ja, oder? Nehmen genau. Wir alle hintereinander und machen dann... Genau, wir haben, ja, nehmen wir die drei und dann... Hallo. Ja, ich bin Christian Uhle, Philosoph. Ich wollte ein paar Fäden aufgreifen, die jetzt in der Luft hingen. Diese Unterscheidung zwischen Arbeit und Spiel, also die gibt es auch in der Philosophie und es wird halt eben oft so beschrieben, dass der Zweck einerseits in der Tätigkeit selbst liegt oder außerhalb der Tätigkeit. Das ist also zu dieser Frage auch, ne? Also wenn jetzt Kinder Fußball spielen, dann ist es halt ein Spiel. Wenn irgendwelche DFB-Fußballer Fußball spielen, dann ist es halt Arbeit. Beides ist vielleicht ein Game, beides hat irgendwo ein Ziel, aber im einen Fall ist es halt unterschiedlich motivierend. Und Arbeit ist halt eben immer dieses Um-zu. Ja? Ich mache etwas, um ein Ergebnis zu erreichen. Zum Beispiel spüle ab, das macht keinen Spaß zu Hause, aber ich mache das, um nachher sauberes Geschirr zu haben und so weiter. Und ein Problem heute ist ja auch, dass immer mehr Menschen ihre Arbeit als sinnlos wahrnehmen. Ja? Das heißt, dass sie die Frage nach diesem Um-zu eigentlich nicht beantworten können. Ja? Das ist eine Arbeit, die ihr eigenes Ziel verliert. Ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen dazu kennt, gibt es jetzt vom Meinungsforschungsinstitut YouGov, dass in Deutschland 35% der Menschen, das ist über ein Drittel, der Antwort zustimmen, meine Arbeit, die ich jeden Tag verrichte, leistet keinen sinnvollen Beitrag zur Welt. Das ist ein Drittel der Menschen, die 5 Tage die Woche von morgens bis abends arbeitet und denkt, das ist komplett sinnlos. Ja. Ja? Und wenn Sinn als Triebfeder eben nicht funktioniert, ja, dann kann man versuchen, hinzugehen, zu gamifizieren, damit es nämlich wenigstens Spaß macht. Man geht im Grunde genommen auf eine andere Motivationsfeder. Und das dockt vielleicht auch so ein bisschen daran an, was das Gefährliche an Gamification sein kann. Das eine extreme Beispiel war, dass Leute dann plötzlich Spaß am Töten bekommen. Das andere ist vielleicht eher, dass genau diese Form von Sinnkrise, die auch ein produktives Moment haben kann, dass die überdeckt wird, weil man halt plötzlich eben eher auf dieser anderen Triebfeder unterwegs ist. Und das aber auch verhindert, dass man genau den Sinn hinterfragt und davon ausgehend halt auch Arbeit neu denkt. Mhm. Sehr schön, vielen Dank. Ich ganz kurz gesagt, was genau. Lustig ist, also ich habe letztens einen Artikel geschrieben über Menschen, die Bore-out haben, also die so gelangweilt auf der Arbeit sind, dass sie tatsächlich also so unterfordert sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Ich habe mich mit 3 Leuten unterhalten, 2 von denen spielen auf der Arbeit Videospiele, weil sie sich so sehr langweilen. Das ist vielleicht auch eine nette Anekdote. Es gibt dieses Buch Bullshit Jobs von David Graeber und das ist doch das Problem, was wir dort haben. Ja? Weil da, genau, wer David Graeber lesen nicht Jane McGonigal. Ja, und wer spielt abends diese Spiele, diese Simulationsspiele, müsste man auch mal untersuchen. Hauptsächlich Leute mit Bürojobs wahrscheinlich. Genau diese Selbstwirksamkeit, ja, dass ich ein Umzu habe, dass ich ein Ergebnis sehe, ja, was manchmal im Arbeitsalltag irgendwie so schwer da ist, ja, das habe ich dort halt stärker. Mhm. Ja, ganz kurz. Dankeschön. Ist nicht falsch, was du sagst, aber es ist auch nicht so, dass das ist mir schon zu polemisch, wie du es formulierst. Du kannst ja auch total gute Ziele haben. Zum Beispiel, wie gesagt, wir machen jetzt eine Nachhaltigkeits-App. Das ist was, da ist am Ende sind die Leute dann, ist das, was dahinter steckt, ist, dass sie eben viel mehr Sinn am Ende darin sehen. Aber auch das kann ja erstmal eine Aufgabe sein, die, also nicht jede Aufgabe, die langweilig ist, muss eine schlechte Aufgabe sein. Das ist so, teilweise klingt es hier so aus. Also wir leben nicht in einer Matrix-Welt, wo die Leute irgendwie was Dummes machen müssen und wir müssen es denen cooler machen. Es gibt halt einfach manche Sachen, da haben die nicht so Lust drauf. Das muss nicht heißen, dass das eine negative Aufgabe ist. Ja? Zum Beispiel haben die keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, wie sie jetzt weniger fliegen oder wie sie jetzt weniger oder wie sie es schaffen, ihren CO2-Fußabdruck zu verbessern. Haben die keine Lust drauf. Und da kannst du auch mit Gamification helfen, dass sie mehr Lust drauf haben. Es muss nicht immer was sein, was negativ und langweilig ist und jetzt kriegen die ein bisschen Zucker, damit sie das weitermachen. Das können auch super coole Sachen sein, die super positiv sind, aber die Leute haben halt keine Lust drauf. Es ist dieses Nudging-Thema und man versucht sie halt in diese Richtung zu stupfen. Ja, also wir gehen weiter. Aber ich glaube, jetzt generell gegen Spielen zu sprechen, wäre Quatsch. Ne? Also es ist sozusagen es ist nicht nur eine anthropologische Konstante, es ist noch mehr. Sogar Tiere spielen, ja. Es ist also tief sozusagen in unserer DNA eingegraben zu spielen, ja. Und dadurch lernen wir, dadurch erschließen wir die Welt. Das ist was Wunderschönes und sinnvolle Aufgaben dürfen auch Spaß machen. Aber trotzdem ist es so, dass man halt, Arbeit haben wir jetzt sehr stark als Erwerbstätigkeit definiert, wenn man halt sozusagen den Diskurs auch nochmal mit reinnimmt und eben auf so Care-Arbeit mit reinnimmt und ja, und sich das auch mal anschaut, dass es, wer zu Hause ist und sich um sein Kind kümmert, der muss das auch nicht gamifizieren, das macht auch keinen Spaß, aber da sieht man einen Sinn drin. Genau, also ich wollte aber nicht gegen Gamification damit aussprechen. Ja. Dankeschön, okay. Jetzt hier vorne bitte.
Genau. Hallo, mein Name ist Sarah Röhr. Ich bin vom Adenauer Campus, von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und vorhin ist es kurz angeklungen, dass es im großfinanzierten Spielebereich noch nicht so diese Diversität gibt, dass es eben noch nicht angekommen ist, diese ganze Ethnizität, die Fragen nach Feminismus etc. Was denken Sie, woran liegt das? Ist das eher ein finanzielles Problem, dass die großen Konzerne sagen, das zieht vielleicht nicht? Oder ist es ein Stück weit auch Komplexität, die da auch ein bisschen negiert wird? Woran könnte das liegen? Dankeschön. Also ich denke, dass da kommt diese selbsterfüllende Prophezeiung rein, also weil Videospiele sehr, sehr lange gerade zu Beginn als angepriesen wurden als Jungen- oder Männer-Hobby, ist es tatsächlich auch ganz lange nur so behandelt worden. Dazu kommt dann, dass als die Branche gewachsen ist, tatsächlich es vor allem Männer gemacht haben. Es ist so ein Prozess, so ein langsames Rauswachsen. Das passiert jetzt immer mehr, ich habe mich jetzt auch viel mit beschäftigt, dass tatsächlich bewusst auch die großen Spielefirmen versuchen, Mitarbeiterinnen einfach anzuholen und verschiedener, also auch People of Color, Queer Menschen, dass das tatsächlich auch diese ganzen Diskurse aufgegriffen werden können. Also weil es lange Zeit einfach tatsächlich, muss man sagen, weiße Männer waren, die das gemacht haben, waren halt auch das einfach so sowohl das Ziel des Mediums als auch die Charaktere, die in den Spielen drin vorgekommen sind. Und es wächst sich jetzt so langsam raus tatsächlich. Also wird wahrscheinlich noch dauern, aber es ist zumindest sowas, was heute sehr viel bewusster wahrgenommen wird, wenn das x-te Spiel rauskommt, wo wieder nur Männer drin sind und irgendwie, dann ist da durchaus heute schon die Kritik sehr viel lauter, als es noch vor 10 Jahren war. Aber ich denke, dass der Ursprung liegt wirklich daran, dass lange, lange Zeit auch gesellschaftlich dieses Hobby einfach so als gesehen wurde, das ist sowas, was so verschrobene Jungs machen irgendwie. Und dann wurde es dazu auch so, ja. Wir hatten die letzte Frage vorne. Ja. Genau. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Julia Lee von dem Verein Arbeit und Leben, TGB VHS Berlin-Brandenburg. Ich bin im E-Learning und in der digitalen Entwicklung für Web-Based Trainings in einer arbeitsplatzorientierten Grundbildung tätig. Und es macht mich irgendwie traurig, wie über Bullshit-Jobs gesprochen wird. Also eigentlich sind es sehr interessante Tätigkeiten, die auch vielfältig sein kann. Und das, was man damit lernt, ist komplexer, als nur am Band zu stehen. Also es geht auch zum Bereich Transport und Logistik zum Beispiel. Ist auch, man kann da viel lernen. Und wir verbinden da das arbeitsplatzbezogene Lernen mit Fähigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen. Und eine Motivation ist, ich kann was lernen, ne? Das, was der Philosoph da hinter mir gesagt hat, oder dass man in einer Weise angesprochen wird, die angemessen ist, oder in einer Sprache, die man wiedererkennt, also in einer einfachen Sprache oder in der Sprache, die dort am Arbeitsplatz ist, dass ich einen Eindruck kriege, wie ist es da, also es ist auch jemand, der das Logistik-WBT gespielt hat, hat dann gemerkt, das ist ein Job für mich und hat dann auch einen Job in dem Bereich bekommen, war arbeitslos vorher. Ich finde es problematisch, nur über den Layout, also nur aus der Kunstperspektive das zu betrachten. Also ich habe Kunstgeschichte studiert, das interessiert mich, aber ich hätte es gut gefunden, wenn der Abend noch ein bisschen fokussierter gewesen wäre, also auf das Thema Arbeit mit Games verbunden, also gerade auch in diesem Kontext. Das ja. Also nicht, dass ich da missverstanden worden bin, also ich würde jemanden, der am Band arbeitet, niemals als Bullshit-Job zeichnen. Ganz im Gegenteil. Also vielleicht nehmen wir nochmal den Punkt auf und können ja nochmal, ich möchte noch ein, zwei Fragen, um hier zu einem Abschluss zu kommen. Und zwar würde ich gerne nochmal so ein paar Aspekte aufgreifen mit der Frage, wofür brauchen wir das wirklich? Ja, wo macht es denn am meisten Sinn? Und zwar, weil so unterschiedliche natürlich Aspekte jetzt gesprochen wurden. Und bei ein paar, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch so ein bisschen zusammengezuckt. Ne? Brauche ich einen Gamified-Prozess, um dran zu denken, dass ich nicht meine Zimmerpflanze in der Ecke meines Büros sterben lassen sollte? Oder um meine Kollegen zu grüßen? Wann muss ich als Chef mich mit tatsächlich zwischenmenschlichen Auseinandersetzen in meiner Firma und einfach das mal in real life durchexerzieren? Weil es in einer virtuellen Umgebung immer anders sein wird und ich immer nur bis zu einem gewissen Grad davon lernen kann. Ne? Also so, wo entmenschlichen wir bestimmt vielleicht manche Arbeitsprozesse, wo wir eigentlich ja eben sozialen Zusammenhalt und Community wollen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite fand ich, war das ein unheimlich spannendes Stichwort, was können wir lernen aus Games in Arbeitskontexten, nämlich wie wir vielleicht über unseren engen Kollegen, Expertenkreis diesen Community-Gedanken in Arbeitswelten stärker reinbringen, gerade für die Jobs, wo man vielleicht sozial
ja, nicht unbedingt nur isoliert, aber einfach ein bisschen kälter gestellt ist als in manchen Berufen, sozialen Berufen. Könnt ihr vielleicht, wenn das so die Spannbreite ist, ne, von ich habe ein Gamefeld, einfach meine Zimmerpflanze zu gießen, bis hin nochmal für euch zusammenfassen, wo denkt ihr, wo es am effektivsten sein kann, Gamification in die Arbeitswelt reinzubringen? Also mir fällt da zum Beispiel ein, ich glaube, es wurde sogar vorhin schon genannt einmal, und dass ich jetzt Werbung für dieses Programm machen möchte, aber Slack ist tatsächlich ein Kommunikationsprogramm, was auf vielen Arbeitsplätzen genutzt wird. Und dieses Programm hat unglaublich viele Gamification-Möglichkeiten. Mhm. Also man kann von irgendwie GIFs verschicken, innerhalb des Programms muss jetzt nicht irgendwo hingehen, GIFs suchen und dann einfügen, sondern GIFs verschicken. Man kann Umfragen machen, man kann eigene Icons erstellen, man kann also ganz viele Dinge tun, um das sehr zu personalisieren. Und das ist ein Kommunikationstool. Und ich glaube tatsächlich, gerade in diesem, wie ich schon sagte, Community-Gedanken und Arbeitsprozesse niedrigschwelliger zu machen, also mehr Menschen daran beteiligen zu können an bestimmten Arbeiten, auch tatsächlich vielleicht sprachliche Barrieren aufzuheben, indem halt spielerische Prozesse im Vordergrund stehen bei einer Arbeit und nicht Sprache im Sinne von Wörtern. Das sind alles Möglichkeiten, wo ich denke, dass Gamification oder generell der Einfluss von Videospielen auf Arbeit, wenn wir jetzt Gamification sehr eng fassen wollen als das, was hier schon öfter definiert wurde, finde ich, wäre das, wo ich das gerne noch mehr sehen würde, in allem, was mit Kommunikation und mit Partizipation zu tun hat. Ich würde das ein bisschen differenzierter sehen wollen. Wir haben heute Abend so, zumindest ist das mein Eindruck, bisschen die Begriffe so mit Serious Games und Gamification in einen Topf geworfen. Ich würde Serious Games einsetzen, wenn ich Wissen und Kompetenzen vermitteln möchte, über einen längeren Zeitraum, wenn ich möchte, dass meine Mitarbeiter, meine Kollegen Verhaltensänderungen, weil sich Prozesse sich ändern, einsetzen. Oder auch um Kompetenzen zu stärken, weil im Unternehmen halt Change-Prozesse angesetzt werden. Lernprozesse, die dann begleitet werden. Und Gamification würde ich einsetzen um Arbeitsprozesse. Ich weiß, dass du vielleicht da sagst, ja, was ist denn der Unterschied? Aber Gamification ist für mich nicht in dem Sinne Spielen. Da setzt man halt Spielmechanismen ein, um wie zum Beispiel mit Slack Kommunikation mit größeren Team kontinuierlich fortzusetzen. Und die Frage ist, was wollen wir erreichen? Also wollen wir Kompetenzen vermitteln? Wollen wir Inhalte vermitteln? Wollen wir Prozesse unterstützen? Oder was ist unser Ziel und worum geht es? Weil man kann keine Form von, weil Spiele sind da, um zu spielen. Spiele sollen Spaß machen, Freude machen, etc. Und sobald wir Spiele aber im Kontext der Arbeit einsetzen, muss das kontextualisiert werden. Es braucht einen Content, es muss halt didaktisch, methodisch aufgearbeitet werden und die Mitarbeiter müssen in diesem Kontext dann auch mitgenommen werden, weil sonst funktioniert das nicht. Sonst entsteht der Eindruck, schön, dass wir es halt gamifizieren oder schön, dass wir Spiele einsetzen, aber es macht nicht so viel Spaß wie Papers, Please, ich bleibe mal jetzt bei den Abend mal bei meinem Beispiel oder Fortnite oder was für auch Spiele es sind. Mhm. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das wirklich eingebettet wird und begleitet wird, sonst funktioniert es nicht. Ja, also mir fällt es tatsächlich so ein bisschen schwer, also jetzt Spiele tatsächlich jetzt so im Arbeitskontext zu sehen. Ich habe natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn man Arbeit etwas unterhaltsamer gestaltet. Ich habe nur was gegen diese Geschmacksverstärker. Ich sehe, dass Spiele natürlich, ich meine, es ist ein interaktives Medium, deswegen sind das ja eigentlich Problemlösungsmaschinen. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn wir spielen, lösen wir die ganze Zeit Probleme und fällen Entscheidungen. Ja, also ein bestimmtes, berühmtes Zitat lautet, ein gutes Spiel ist die Aneinanderreihung von interessanten Entscheidungen. Mhm. Ja, das ist auch etwas, eine Designphilosophie, die man vielleicht auch in die Arbeitswelt übertragen könnte. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, können Spiele der Arbeitswelt auch so helfen, dass sie vielleicht einfach unsere Freizeit interessanter und lebenswerter gestalten.
Ich muss als erstes kurz die Ehre der Zimmerpflanze retten. Also das ist was tatsächlich, also erstens war die Zimmerpflanze schon das einfachste Beispiel. Es geht auch um Rückenübungen und diverse Dinge, die für deine Gesundheit gut sind. Und du machst sie auch nicht im Spiel, sondern du machst die in echt. Das Spiel ist sozusagen quasi nur dafür da, dass du dir in dem Spiel diese Aufgaben setzt, aber du setzt sie im echten Leben um. So ähnlich ist die Nachhaltigkeits-App auch. Nur das kurz einmal, damit das jetzt nicht, nicht als so eine ganz Billo-App dasteht, dieses Thema betriebliche Gesundheitsmanagement. Weil eigentlich ist das schon einer von den zwei Bereichen, die ich nennen würde, als Antwort auf deine Frage. Gesundheit, da machen wir super viele Sachen, da sind wir auch wieder bei dem Thema Sinnhaftigkeit. Wir machen viel gamifizierte Therapien zum Beispiel. Da sitzt ein Borderline-Patient, da kannst du natürlich sagen, der hat erstmal, den musst du nicht motivieren, der weiß ja, dass er die Therapie machen muss, weil er seine Krankheit bekämpft. So ein bisschen wie das Beispiel von der Mutter, die ihr Kind pflegt. Aber auch der hat halt keinen Bock, jeden Freitag in dieser Therapiestunde immer die gleichen Aufgaben zu machen. Und wenn wir es schaffen, dass wir dem was bieten, dass der eben jetzt auch Samstagvormittag freiwillig da sitzt und die Aufgaben macht, die er bislang nur freitags in der Therapiestunde gemacht hat, dann ist es für mich ein Beispiel, wo ich denke, das ist super sinnvoll eingesetzte Gamification. Also Medizinbereich, würde ich sagen, ist ein Bereich, wo wir wirklich gute Erfahrungen gemacht haben. Und das Zweite ist wirklich alles im Bereich Bildung, Weiterbildung. Da kenne ich fast kein Projekt, wo ich sagen würde, wenn du das vergleichst mit der bisherigen Lösung im Vergleich zur gamifizierten Lösung, dass die gamifizierte Lösung schlechter abschneidet. Habe ich noch kein einziges Mal erlebt. Also alles, gerade junge Menschen, die sind ja noch viel näher an Spielen dran, die haben immer mehr Lust, einen Inhalt spielerisch zu lernen, als nicht spielerisch zu lernen. Also Bildung und Medizin, würde ich sagen, sind die zwei Hauptthemen, wo Gamification super viel Sinn macht. Das, würde ich sagen, war doch jetzt ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, oder wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Cidim, bei Matthias, bei Christian, bei Philipp. Großen Applaus, vielen, vielen Dank für die... Ja. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit mitgebracht, denn wir möchten Sie alle und natürlich euch alle jetzt noch ganz herzlich einladen zu einem kleinen Empfang und das ganze Thema und den Abend sozusagen noch rund machen mit einem Gläschen, mit dem wir anstoßen, eine Brezel, die wir vielleicht essen, und falls ihr noch ein paar Minuten da seid, vielleicht auch noch als Ansprechpartner für etwaige Fragen, die noch aufkommen, oder zum Kärtchen tauschen, und bedanken uns natürlich ganz recht herzlich. Die nächste Nachtschicht findet Anfang Dezember, ich glaube am 4. Dezember, zum Thema Klima statt, und wir freuen uns darauf, Sie wieder hier zu sehen. Dankeschön. Vielen Dank.